Nee, ich habe noch keine Abmahnung gemacht und keine Anzeige bekommen. Ich bin gespannt. Normalerweise ist er ja der Anzeigenhauptmeister der Hip-Hop-Szene. Ihr glaubt doch wohl nicht selber, dass ich mich hier hinsetze und sowas erzähle, wenn das alles nicht stimmt. Wenn ich die Unterlassung nicht unterschreibe, musst du mich verklagen. Könnte das ein Beweis sein, dass er lügt, wenn er sich jetzt hier nicht traut? Weil bei dem anderen hat er es ja schon gemacht. Boah, Alter, das ist ja so anders krass, wenn er das macht, der Bushido. Wenn er ihm eine Unterlassung schickt, dann haben wir ein neues Gerichtsverfahren vor uns. Was geht ab, Freunde? Hier ist Roos mit einem neuen Video straight up aus New York. Schöne Grüße. Leute, bevor wir anfangen mit der Reaction hier, alle, die den Livestream heute verpasst haben, wir waren 2 Stunden in New York, Real-Livestream am Rumlaufen, war ganz witzig. Wir haben auf zufällig von Seite Trump noch mitbekommen, also anders zufällig einfach Trump gesehen. Könnt ihr euch dann reinziehen. Der Boogie hat aus dem 2 Stunden Livestream einen schönen, geilen Vlog zusammengesnitcht. Hier auf dem Kanal kommt das. Oder ihr guckt euch die komplette VOD auf Twitch an. So, jetzt geht's weiter mit dem Klartext-Podcast von Arafat. Das ziehen wir uns jetzt mal auf Lunge. Vorwürfe waren heftig genug in der letzten Folge schon. Jetzt sind wir bei Folge 4. Es nimmt Fahrt auf. Jetzt geht es um Versicherungsbetrug, Armband und einiges mehr. Alter, ich sag dir, Leute, also entweder wird Bushido demnächst die Reißleine ziehen und dann, ich meine, Arafat fordert ihn ja raus, dann eine Unterlassungsklage rüberschmusen. Betzenberger. Oder das Ding geht sogar noch vor Gericht, weil ich meine, ist ja also, wird wild, das wird wild. Wir gehen mal rein. Ich will gar nicht das Intro so lange machen hier, weil das Ding ist lang genug und es ist 2 Uhr morgens und ich muss auch gleich die Location switchen. Ich muss ein bisschen schlafen, dann muss ich die Location switchen. Let's go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut. Erstmal ganz kurz, hört ihr mich? Kann jemand mal schreiben, ob man mich hört? Okay, super. Also ganz kurz vorab an die ganzen Reactor, die reacten möchten. Ich sollte von meinen Leuten sagen, bitte tut mir einen Gefallen und tut euch auch einen Gefallen. Wenn die Folge auf unserem YouTube-Kanal online ist, nach 48 Stunden könnt ihr darauf reacten. Es gilt für alle, absolut alle. Keiner hat eine Ausnahme, keiner hat eine Sondergenehmigung. Ja, wenn nicht, ich möchte gar nicht, dass es so weit kommt, dann wird der Typ euch striken. Also tut euch und mir einen Gefallen. Ich möchte mit sowas jetzt gar nicht anfangen. Nach 48 Stunden, wenn das online ist, reactet drauf, macht was immer ihr wollt drauf. Aber davor ist es verboten. Ja, alles klar, werden wir uns natürlich dran halten. Korrekt ist korrekt. Wobei ich persönlich finde, das keine gute Strategie von Arafat, muss ich hier sagen, oder von seinem Team. Keine Ahnung, wer das da bei ihm initiiert. Das kommt mir persönlich so vor, als ob es falsche Strategie ist. Weil wir YouTuber sozusagen oder Twitcher, wir haben ja irgendwann diese 48, 24 Stunden Regelgeschichte mal irgendwann eingeführt oder machen ja auch nicht alle, einige machen das. Da geht es ja eher darum, dass man die Klicks bei sich hat, die Majority an Klicks, weil man das Geld nicht verlieren will. Man hat natürlich Geld investiert in ein Content, Original Content, da kommen die Leute, es geht darum, dass man die Klicks bei sich behalten will. Ich glaube aber, Team Arafat, so das Team bei ihm sollte eher daran interessiert sein, oder Arafat sollte eher daran interessiert sein, meine Meinung, dass seine Message, das, was er sagen will, meiste Verbreitung findet und auch schnell Verbreitung findet. Daher finde ich das eher ein Fehler. Ich glaube, das sollte denen jetzt nicht um die Klicks auf dem eigenen Kanal gehen. Klicks machst du sowieso, klar sowieso. Ich finde, das ist eine Methode für einen YouTuber, nicht für jemanden, der er hat ja jetzt das Geld nicht nötig, ne? In dem Sinne. Das ist meine Meinung. Wir schauen weiter, aber es interessiert jetzt auch nicht. Also, ne, wir werden uns an die Regel halten, klar. Und let's go. Ganz kurz und bündig. Und bevor ich hier anfange, möchte ich euch ein Video zeigen. Geht circa knapp 3 Minuten. Ja? Guckt euch das Video an und dann fange ich an. Let's go. Deswegen will ich ja jetzt gerade auch nochmal explizit deutlich machen. Also freuen Sie sich doch darüber, dass ich hier einfach klare Worte finde und sage, ich habe nichts gegen Sie. Nie gehabt. Sie haben einfach Ihre Klappe aufgemacht. Ist Ihr gutes Recht? Ich habe meine Klappe aufgemacht. So, ich habe gedacht, oder ich meine, es war mein gutes Recht. Ich habe nichts persönlich gegen Sie. Ich würde mich nicht freuen, wenn Sie in Ihrer
körperlichen oder auch geistigen Freiheit eingeschränkt werden würden von niemandem, ja, auch nicht von einem verrückten Bushido-Fan, weil dann würde ich erstmal dem Idioten sagen, pass mal auf, lass den Typen in Ruhe, ja, aber der hat gesagt, du bist Bambi und ist so, okay, lass ihn doch mal reden, so, lass ihn doch reden, ist doch sein gutes Recht, ja, so, ich bin hier, ich bin kein homophober Typ, so, ich mach so ein Kekko, Alter. Ich mache vernünftige Geschäfte mit vernünftigen Menschen, ja, und erteile Vollmachten, die absolut legitim sind und die jeder x-beliebige Geschäftsmann schon in diesem Land erteilt hat, notariell bekundigt. Ja, gibt's so viele Leute, die das verteilen. Und wo ist das Problem? Ja. Wenn, es gibt ganz ehrlich, Herr Thüring. Zuhörer jetzt, es gibt Vollmachten, die kann man auf ein Geschäft beschränken. Klar, kann man machen. Ja, und dann gibt es aber auch eine Vollmacht, da gibt man alles weg. Genau. Und Sie haben was gemacht? Sie haben alles weggegeben an eine Person. Zeitlich begrenzt war das, aber zeitlich begrenzt. Und es ist eine Person, ganz ehrlich, mein Bruder, vertraue ich alles an. Verstehen Sie, was ich meine? Und Arafat Abouchaka ist wie mein Bruder. Ja, aber dann gibt's ich will aber auch, ja. Der gibt's aber egal, gar nichts. Sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Gibt's gar nichts. Ich muss sagen, zwei Sachen verwirren mich. Natürlich. Das ist so ein krasser Clip eigentlich. Erstmal, wer ist dieser Typ überhaupt? Weiß ich gar nicht, ey. Ja, es ist ja, wie krass er jetzt da für ihn einsteht und dann später zu sagen, ja, ich war, der hat mich gezwungen und bla bla bla. Auf der anderen Seite finde ich diesen Typen jetzt auch in der Mitte ein bisschen kurios. Was will er denn? Wenn Bushido hier in dem Moment sagt, ey, das ist wie mein Bruder. Ich meine, selbst wenn er sich vertan hätte und 10 Jahre später sagt, ey, das ist voll der gewesen. In dem Moment glaubt er ja, es ist sein Bruder. Ne? Er will ja mit ihm zusammenarbeiten. Wer ist er denn, dass er sagt, nee, das geht nicht, das Dings, das geht nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich heute, ja, wie gesagt, Zeiten ändern sich. Man hat sich vielleicht auch vertan, war ja doch nicht der Bruder. Vielleicht war ein Cousin. Naja, wir schauen weiter. Sie können Ihre Meinung so vertreten, wie Sie das gerne möchten. Respektiere ich in allen Ehren und bei allem Respekt auch. Ne? So, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns beide mal sehen. Weil Sie haben von mir einen Text gehört. Ich habe von Ihnen, sagen wir mal, einen Tweet gelesen. Nicht gut gelungenes Video. Ach, von mir gesehen, ja? Ja, dieses Video halt, ne? Von haben Sie eine Ahnung, wie viele Klicks das hatte? Ja, aber nach dieser Bild-Zeitungsgeschichte dann. Also ich fand das Video nicht so toll, muss ich sagen. Das Song, naja, die war schon gut. Besser. Ob jetzt die Bild großartig dazu beigeholfen hat, seine Klicks zu kriegen. Warum haben Sie denn diesen Mercedes am Ende nicht richtig verbrannt? Sondern das war ja irgendwie so eine... Also das hat aber richtig gute Klicks. Eigentlich wollte ich Teil 2 machen. Ja. Und dann wollten Sie den Mercedes verbrennen. Der sollte dann brennend anfangen, das Video. Hat nicht ganz geklappt. Dann ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Nein, aber Sie sehen doch mal. Wir sind zwei Typen, die auf bestimmte Sachen einfach komplett verschiedene Meinungen haben. Ja, ist einfach so. Ist auch kein Problem. Aber es muss doch gar kein Problem zwischen uns beiden sein. Habe ich auch nicht. Nee, ich sag ja. No, ich auch nicht. Und das das ist so schwer zu vertragen gleich. Ey, yo. Deswegen sage ich, es ist auch cool, auch, dass Sie mal hierher kommen, weil jetzt können wir das ein für alle mal klären. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich finde Sachen, die Sie sagen, Quatsch. Sie finden Sachen, die ich sage, Quatsch und die ich mache, genauso. Aber auch selbst... Wow. So, das war mir erstmal wichtig, dass ihr dieses Video seht. Ja, das Video hat er damals, ich glaube 2015, 2016, das war so ein 99 Stunden Kiss FM Interview. Und hat das, also ich selber habe das... damals auch nie live gehört. Ich habe es erst, hat mir jemand das zugeschickt, wo wir eine Gerichtsverhandlung hatten, hat mir geschickt, guck mal, was er damals über dich erzählt hat und guck mal, was er jetzt über die Gerichte über dich erzählt hat. Und dann habe ich mir das auf jeden Fall gespeichert und dann habe ich mir auch dieses Interview angeguckt und habe sehr vieles rausgeschnitten, weil das wird dann peu à peu kommen. Vielleicht willst du da dagegen angehen, Bushido, weil vielleicht ist das ja auch gefälscht. Wir sind ja in einem Zeitalter der KI. Die KI ist ja viel möglich. Dann zeig bitte gleich Chris FM auch an und sag, die sind auch Lügner und die haben dich auch bedroht und erpresst und gemacht und getan oder was auch immer du immer gesagt hast. Das Thema wird Generalvollmacht sein. Generalvollmacht, genau. Aber vorher erzähle ich nochmal, ich war nicht ganz fertig wegen Rüdersdorf. Wir haben vereinbart eigentlich, dass wir nach zehn Jahren, wenn steuerfrei wird, Rüdersdorf verkaufen und jeder kriegt die Hälfte. Daran kann er sich nicht mehr erinnern. Es kommt nicht mehr in Frage für ihn und sowas gibt es nicht und sowas ist gelogen. Ich habe da noch was, das werde ich auch vielleicht beim nächsten Mal einblenden. Dann sagst du es mit deiner eigenen Stimme und ja, weil du gerne ja immer Prozessbetrug machst. Warte nur drauf, bis ein Richter oder irgendjemand anders sich anzeigt, wenn Prozessbetrug... Wir sind auf jeden Fall in der Mache. Und wie gesagt, den Herrn, der um die Ecke wohnt, den du mir
hier herangeholt hat und auf einmal sagt es, den kennst du nicht mehr und wir vereinbart haben, dass wir das Geld, was wir vom GBR-Konto abgehoben haben, für dieses Bauprojekt Kleinmachnow oder eben die Kosten zahlen wollen. Gesagt, getan, das Geld wurde bezahlt, dann hast du eine Anzeige erstattet gegen mich und gegen meinen Bruder wegen Unterschlagung und hast gesagt, wir haben das Geld unterschlagen etc. pp. Habe ich euch ja alles erzählt. Und dann hat sich die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder gemeldet und ich habe eine Anzeige bekommen, weil jetzt hat er angezeigt, dass die Rechnung von den Herren von dieser Firma gefälscht seien oder keine Ahnung, was die Rechnung sein sollen. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß, was sie für Arbeiten gemacht haben. In meinen Augen ist gar nichts gefälscht. Die Rechnungen sind auch nicht getürkt, wie er so gerne sagt. Es wurden sehr viele Arbeiten getan mit sehr, sehr vielen Arbeitern von der Firma. Und ihr dürft nicht vergessen, ganz wichtig, er hat die Firma geholt. Ich kannte die Firma nicht. Und im Nachhinein rennt er und macht eine Strafanzeige, die bei Frankfurt Oder ansässig ist. Da hat er auch gesagt, mein Pool, den er nicht wollte, den ich ihn aufgezwungen habe, es wurde ja auch der Pool bezahlt, es wurde mehreren Sachen bezahlt, die hier gebaut worden sind. Hat er gesagt, nee, wollte ich nicht, ich habe ihn den aufgezwungen, davon weiß er nichts. Ich habe da noch gute WhatsApp-Nachrichten von dir und deiner Frau. Bilder habe ich auch noch, weil dein WhatsApp... Der wird noch ein Meme. WhatsApp und Podcasts. WhatsApp. Ja, klar. Also gut. Checker. Ja, es wird immer wilder. Es wird immer enger auch. Komischerweise, wie du bei Gericht gesagt hast, September 18 oder genau, hattest du nichts mehr. Alles gelöscht. Danach konntest du noch was, aber davor hast du gar nichts mehr. Hab keine Angst, Bushido. Ich hab noch alles, jede Zeile. Nicht nur von 18, von 17, von 16, von 15, von 14. Von 13. Lass dich überraschen. Peu à peu, wie ich es versprochen habe. Wie gesagt, ich habe ihn den Pool aufgezwungen. Er wollte ihn gar nicht. Aber er war mit dem Poolbauer und seine Frau und wollten nur das Beste vom Besten. In der Doku selber gibt sogar seine Frau zu, dass sie da einen Pool haben, etc. pp. Dann haben sie den Poolbauer geholt und ich war nicht mal dabei. Die haben diskutiert. Und er wollte nur das Beste vom Besten und zeigt mich an, dass die Rechnungen getürkt sind. Er hat sich nicht gemeldet irgendwie. Dann wurde das Verfahren eingestellt. In Frankfurt-Oder. Dann ist er wieder zu Frankfurt-Oder gerannt, hat da wieder eine Aussage gemacht und jetzt wurde das Verfahren wegen Betruges gegen mich und die Firma eröffnet. Ich habe gar keine Angst davor. Also wird das Verfahren, glaube ich, jetzt, kommt drauf an, ist auf jeden Fall angeklagt. Die Klage ist schon durch. Wir warten auf Termine und wenn die Termine kommen, werden wir uns ja wiedersehen, weil du ja so ein ehrlicher Bursche bist und das wolltest du ja alles gar nicht. Genau wie ich, so wenig wie dein Bruder war, den du mir alles anvertraut hast, etc. pp. Dann waren wir, ich springe jetzt ein bisschen zurück, wir sind das erste Mal nach Amerika geflogen, da war Kay, ich spule zurück, da war Bushido, nice. Puh, ich finde die Schnitte sehr anstrengend. Wie findet ihr die? Das ist so Jump-Cut-mäßig, so neu, modern, YouTube-mäßig, so für Teenager. Ich finde, der Arafat hat eine gute Erzählart, wenn man hört ihm gern zu, wie ein bisschen wie bei Manuel oder so, ne? Aber da ist diese nonverbale Kommunikation und auch diese ganze Zwischenatmer und diese. Ich finde das alles wichtig eigentlich. Das macht ein bisschen seinen Erzählfluss kaputt. Da waren wir. Diese Cuts passen nicht zu diesem Format. Sorry, Alter, wenn ich das hier so schicken Stimmungskiller machen. Ich und noch ein Freund sind nach Miami geflogen, wollten mal Miami erkundigen, haben da auch was gesehen, weil wir für eine gewisse Sache was gespendet haben, wo er auch im Nachhinein bei der Polizei gesagt hat, das ist alles getürkt, wir hätten was gespendet, wir hätten das Geld zurückbekommen hintenrum und er hätte 10% kassiert. Alles gelogen, erstunken. Immer sich schön reden, Arafat ist der Böse. Wie vernichte ich Arafat? Wie vernichte ich das Bild Arafat komplett, dass ein Herr Füllgraf mir glaubt und eine Frau Leister mir glaubt oder das LKA mir glaubt und dass alles, was er sagt, ist wie, ob der Himmel aufgegangen ist und er ist gesandt worden und bumm, das ist die Wahrheit. Lange Rede, kurzer Sinn, dann waren wir in Amerika, haben wir uns Amerika angeguckt, Miami besser gesagt, nicht ganz Amerika. Da waren wir am Essen, da war nice, ich und nur, dass ihr euch vorstellt, wie es so anfing. Das war, glaube ich, 2008. Ich weiß nicht ganz genau. Irgendwann rufte mich ein Kollege an aus NRW und sagte, hey, hör mal zu, ich habe eine Eröffnung, wie wär's, bla bla bla. Könnt ihr nicht kommen und so. Der Typ hat uns sehr, sehr oft geholfen. Da habe ich gesagt, ja, klar. Dann meinte ich, hey Bushido, der hat uns angerufen, der will was eröffnen, wollen wir hingehen. Ich mache doch keine Kanackengeschäfte. Ich war so am Telefon, ich gucke ihn so an und habe einfach aufgelegt. So ganze Fremdschämen. Da habe ich gesagt, sag mal, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Keine Kanackengeschäfte? Ich glaube, du vergaßt, dass Kanacken dich dahin gebracht haben, wo du eigentlich bist. Und ihr müsst euch vorstellen, egal wo...
Ja, crazy. Wir waren in welcher Stadt? Die Leute hatten gar keinen Respekt vor ihnen. Die wollten immer zu mir und dann kamen sie zu mir und dann habe ich gesagt, okay, ist Bushido ein Bruder von mir. Wenn man der nicht dazu, dass wir uns falsch verstehen, wir wollen ihn gar nicht kennenlernen. Wir sind wegen dir hier, wir sind Kumpel und bla bla bla. Und so war es von Stadt zu Stadt. Und so habe ich ihn natürlich immer mitgezogen und dass die Leute ihn kennengelernt haben, ihn respektiert haben, natürlich durch mich respektiert und akzeptiert haben, weil sie wollten nicht, sie standen ja nicht wie so Dullis und wir sind Fanboys, im Gegenteil, das waren gestandene Männer und die wollten eigentlich so viel, ja, mit ihnen nichts zu tun haben. Dass er vergaß, dass er halb Tunesier ist, da er sein Vater verleugnet hat. Nein, er vergaß nicht, dass er halb Tunesier ist oder dass er seinen Vater verleugnet hat. Das war für ihn, er dachte, er ist irgendwo jetzt eine Nummer, weißt du, und mit Kanaken. Aber er vergaß, dass nur Kanaken seine Musik gehört haben. Seine Kanaken, die Besucher kamen. Oder die, die so waren wie Kanaken. Auch Deutsche, die so wie soll ich sagen, die sich Kanaken benommen haben, weißt du, der war so, die Leute haben ihn auch wahrgenommen, weil wir echt waren. Ja, nicht weil er echt war, weil wir echt waren. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mit gewissen Leuten rumläuft, dann denken die Leute, die sind genauso. Das war ja auch so ein bisschen die Strategie. Nicht nur die Strategie, er war auch wirklich, wir haben ihn wirklich als Bruder und Freund akzeptiert. Also man muss das wirklich ehrlich sagen. Wie gesagt, da waren wir in Amerika und da war so eine Situation, da war so ein Schock. Sogar Nice hat gesagt, sag mal, Alter, geht's dir noch ganz gut? So. Also guck mich an, der ist voll abgehoben. Und dann, wo er gesehen hat, dass wir so das so nicht begrüßen, im Gleichstand, so meine ich das doch nicht. Immer wenn er erwischt wurde, wo er nicht so, wie soll ich sagen, so mit irgendeinem Dulli reden kann, ja, mit so einem K oder mit, keine Ahnung, so halt die Schnauze fresst, kack, wo er es kann, ey, nee, so meine ich das nicht. Hat er gemerkt, scheiße, wenn wir uns ja streiten, kann er ja seinen Film nicht weiterziehen. Also hat er so immer so alles runtergeschaut, ob alles cool war. Die Masche lief auch sehr gut bei ihm. Also vielleicht war ich ein bisschen blauäugig oder grünäugig hinter den Ohren oder grün hinter den Ohren. Dann waren wir, glaube ich, Jahre. Ja, aber ist ja so, ne? Manchmal will man es auch nicht sehen. Später, ich weiß nicht wann, da hat Desio was klar gemacht mit Swiss Beats, sind wir wieder nach New York geflogen. Da ist Cosimo mitgeflogen, Kay mitgeflogen, DJ Ramon ist mitgeflogen. Dann waren wir in New York und Cosimo, ob ihr mir glaubt oder nicht, Cosimo war der Hit in New York. Jeder, weil der so ein bisschen ausgeflippt ist, der hat sich von nichts geschämt, der hatte so voll die ausgeflippten Sachen und es hat irgendwie in New York voll gepasst und mit seinem Italienisch-Englisch war voll lustig. Wir haben ihn damals mitgenommen, weil der es war voll der Entertainer, der hat uns entertained, wir haben gelacht. Also ihn nicht verarscht, wirklich gelacht, der war... Ich mochte Cosimo, ich mag ihn immer noch, ich vergiss die alten Zeiten nicht. Und Bushido, wie soll ich sagen, weil der Typ irgendwie in New York ankam, Bushido hatte voll einen Hass auf ihn. Warum? Weil er ist ja Bushido, warum wurde er denn nicht erkannt und warum Cosimo? Dann sind wir von New York nach Miami geflogen und dann hat er angefangen, nur Cosimo zu veräppeln. Irgendwann habe ich gesagt, ey, reicht doch langsam. Kay natürlich mitgezogen mit Bushido, weil er musste tief in den Arsch kriechen von Bushido. Da habe ich gesagt, ey, reicht jetzt langsam, weil... So geht das nicht. Ramon sagte, ja, so geht das nicht. Wirklich scheiße. Und dann gleich haben sie angefangen, so, du, Punkt, 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 du, Punkt, Punkt, Punkt. Gerade Kay und Bushido. Dann hat mich Ramon angekommen, sag mal, was soll die Scheiße? Ja, war nur Spaß. Ich meinte, ganz ehrlich, das ist null Spaß. Also so rassistisch. Das ist ihr Spaß gewesen. Irgendwann. Okay, ich weiß jetzt nicht, was er mit Punkt, Punkt, Punkt. Meine ersten dachte ich, der meint irgendwas HS-mäßiges. Und dann aber jetzt sagt er rassistisch. Ich habe keine Ahnung, ob vielleicht dieser Ramon schwarzer ist oder sowas. Aber. Ja, ich muss aber dazu sagen, dass wie der Cosimo da behandelt wurde von Busnight, das wissen wir ja auch, wenn man den Worten glauben kann, von Cosimo. Jahrelang hat er sich ja, er hat das ja erzählt. Er hat ja, ich meine, der Bushido hätte ihm angeblich ja auch mal einen Zahn ausgeschlagen, den er da irgendwie bezahlt haben wollte, noch irgendwie die Behandlung und so weiter. Und da gab es auf jeden Fall gab's da viele Moves und man konnte auf jeden Fall, glaube ich, in Vlogs auch sehen, von meinem Gefühl her haben die ihn da eher geopfert, wie später auch andere in Vlogs. Also ich hatte immer das Gefühl, der Busnight braucht immer jemand auf Tour, den er opfern kann und nicht so dieses, wir lachen mit jemandem, das Hammer, wir nehmen den mit, der erfrischt die Atmosphäre so, sondern wir brauchen jemanden, den man opfern kann. So. Und das war, glaube ich, immer so das Ding bei Busnight. Das hat, auf jeden Fall habe ich das Gefühl so bekommen, dass das so ist. Du. Sind wir kurz vorm Abflug, dann hat so Bushido sozusagen eine Nacht-und-Nebel-Aktion, ist in Cosimos Zimmer reingegangen, hat seinen Ausweis geklaut. Der hat einen italienischen Ausweis gehabt und hat einen übertriebenen Hakenkreuz mitten in seinen Ausweis gemacht. Übertrieben, ganz großen Hakenkreuz. Wann haben wir es erfahren? Irgendwann ist Cosimo... in sein Zimmer gegangen, wir haben gepackt die Sachen, wir wollten natürlich einen Abflug
nach Deutschland machen. Der meinte Bushido so zu Cosimo. Zeig mal deinen Ausweis. Ja, Digga. Ja, ich meine, ey, keine Ahnung. Das ist so Teenager-Humor, so keine Ahnung. Ja, vielleicht finden das jetzt ein paar Leute lustig, so. Ja, ist vor, ist halt, ja. Also warum? Zeig doch mal deinen Ausweis. Er zeigt dir seinen Ausweis und sagt, was ist das denn, ein Hakenkreuz? Ich gucke ihn so an, so, das hast du nicht getan, oder? Und er lacht sich kaputt und sagt, ich hoffe, die f***en dich am Flughafen. Ich hoffe, die machen das mit dir am Flughafen. Fragt Cosimo, schreibt Cosimo und fragt ihn. Cosimo guckt mich so an, ich meinte, was soll diese Schweine? Ich meine, muss sagen, das eine ist, dieses Hakenkreuz irgendwo bei jemandem reinmachen, weil man es irgendwie so lustig findet. Das ist natürlich pubertär so. So der Teenager-Humor, so, haha, ich schreibe auf dem, ich schreibe mit, keine Ahnung, ich ritze hier mal Sex in den Tisch rein, so. Das ist aber das eine. Das andere ist, Alter, jeder weiß, oder man kann sich ja vorstellen, ich bin ja auch gerade hier, jeder weiß doch, so auch noch am Border, also versuch mal am Flughafen, Amerika, jeder weiß, Alter, und ich meine, ja, das kann, das ist nicht, das kann unter Umständen ganz, ganz, ganz ins Auge gehen, so. Naja. Also, das ist schon, das hört sich für mich sehr so an, wie der das genießt, jemanden fertig zu machen. Wie ich vorhin gesagt habe, von meinem Gefühl her, kommt das so rüber, als ob der ihn opfern wollte. Was du abziehst. Stell dir mal vor, wirklich, die machen richtige Probleme. Was soll das? Wir sind nicht irgendwo. Die Amis verstehen ja keinen Spaß, weißt du? Wow, ist doch nur Spaß, wow. Dann haben wir versucht, aus dem Hakenkreuz irgendwas anderes zu machen, dass er das ein bisschen so, ja, an der Grenze, also an der Pass, wie sich das auch immer ist, an der Immigration sozusagen, sind wir hingegangen. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber seitdem ist das auch das Verhältnis zwischen denen ein bisschen zerrüttelt. Und dann wollte er ein bisschen Arsch kriechen, weil er gesehen hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Also nur... Ich will euch nur damit zeigen, dass das der Spaß von Bushido. Sowas ist Spaß. Jetzt kommen wir zu der Generalvollmacht. Es war 2010. Warum sage ich euch das mit der Generalvollmacht? Es war 2010. Bushido verreiste, ich glaube, in die Malediven. Oder auf den Malediven, nicht in den Malediven, auf den Malediven. Und wir mussten unbedingt 2010 noch das so unterschreiben, um die sozusagen, was war das nochmal? Steuervorteile zu haben. Dass wir das in 2010 die Steuervorteile haben. Er konnte nicht. Die Verträge waren noch nicht fertig, also konnte er nicht vorunterschreiben. Dann waren wir beim Notar, Steinpilz, den er übrigens nicht entbinden will. Er wollte ihn auf Teufel raus nicht entbinden. Das ist mein Telefon, deswegen gucke ich immer die ganze Zeit. Auf Teufel raus, nicht entbinden. Dann waren wir beim Notar. Mal ganz kurz, ihr versteht das, ne, mit dem Entbinden. Also das ist nicht, dass der schwanger ist mit der Entbindung. Das ist, also Notare haben... oder auch Anwälte haben Schweigepflicht. Ne? Klar, die können ihren Mandanten schützen. Die Schweigepflicht ist dazu da, um den Mandanten zum Beispiel zu schützen. Und der Notar muss nichts erzählen. So, jetzt kannst du aber selber entscheiden, ob du möchtest, und dann kannst du ihn entbinden von seiner Schweigepflicht. Dann kann er vor Gericht eine Aussage machen, die dann, wenn du, also du gehst ja davon aus, dass sie gut ist für dich, deswegen machst du das ja. Jetzt hat der Richter, ich erinnere mich, der Richter hat bei diesem ganzen, bei diesem Mammutprozess, der jetzt vorbei ist, hat er, glaube ich, sogar gesagt, ob der Bushido, gefragt, ich glaube, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, der hat ihn sogar gefragt, ob er ihn entbinden möchte. Ja, wollte er nicht, wie der Arafat das jetzt sagt, das ist richtig, er wollte diesen Dude nicht von der Schweigepflicht entbinden. Das heißt jetzt wahrscheinlich nicht sofort, ey, ja, klar, hier, normal, ja, warum sollte er das denn nicht machen? Ja, klingt so, vom Gefühl her würde man jetzt sagen, warum entbindest du ihn denn nicht, wenn deine Aussage dich, hast du Angst, dass die Aussage dich selber entlarvt oder belastet oder was? Zumindest sagen wir mal, das könnte man sich fragen. Books Night. Er meinte, der Notar Steinpilz, ja, du kannst ihm eine Vollmacht geben, eine Generalvollmacht. Da habe ich gesagt, ja, okay, wenn das geht, ist okay. Da meinte er, oh, gut, du kannst ihm auch eine Generalvollmacht geben, wenn du immer nicht da bist, dass er sozusagen auch deine Geschäfte führen kann und deine Sachen machen kann und. Meinte ich, okay, mir ist es egal. Doch, er ist mein Bruder, ich vertraue ihm, alles schön und gut. Hat er mir eine Generalvollmacht gegeben, ohne Begrenzung, ohne nichts. Ich habe sie auch nie missbraucht. Doch nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich hätte mit der Generalvollmacht... Toll, ich habe Kamerawechsel vergessen, aber ist jetzt nicht so schlimm.
Ihr könnt euch das vorstellen, Arafat sitzt immer noch auf der Couch. Also, ja, ich habe die Generalvollmacht nie missbraucht, ja. Okay, wir hören nochmal rein, bevor ich jetzt meinen Senf gebe. Ich habe sie auch nie missbraucht. Okay. Noch nie. Ihr müsst euch vorstellen, ich hätte mit der Generalvollmacht ihn alles wegnehmen können, was ich möchte. Okay? Ja. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist heiraten. Und wer die Generalvollmacht begrenzt, würde es drinnen stehen, sie ist begrenzt auf ein Geschäft. Null Begrenzung. Solange es gut lief, alles super. Er war im Urlaub, ich habe für ihn unterschrieben, dann habe ich ihm gesagt, hör mal zu, wir müssen auch unsere Vereinbarung unterschreiben, weil es gibt Leben und Tod. Ja? Meint er, ja, du hast eine Generalvollmacht, kannst du damit unterschreiben. Alles gut. Okay, ich habe mir nichts dabei gedacht. Gesagt, getan. Dann haben wir, weil wir öfter weg waren, also Bushido und ich, haben wir meinem Bruder Rommel eine Untergeneralvollmacht gegeben. Warum? Falls wir nicht da sind, dass er dann unterschreibt. Immer nur, also wirklich auf Vertrauensbasis. Und Gott sei Dank, Gott ist Zeuge, es wurde auch nie was anderes damit gemacht. Ja? Nie. Ich habe ihm weder was weggenommen. Obwohl wir im Streit waren, ja, hätte ich sie ausnutzen können, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe mich an Vereinbarung eingehalten. Punkt. Was ist aus dieser Generalvollmacht passiert? Was hat er daraus gemacht? Er hat dann bei der Polizei gesagt, diese Generalvollmacht ist begrenzt, nur für das Projekt Rüdersdorf. Die Polizei hat das natürlich mit Handkuss aufgenommen und gesagt, Arafat versucht, Prozessbetrug zu machen. Ja, ja. Er hat was unterschrieben, was nicht erlaubt war und. Dann sage ich meinem Anwalt, aber wenn die begrenzt ist, es steht doch drin, also es ist eine notarielle Vollmacht. Also was soll der Scheiß? Ja. Ich verstehe das nicht. Dann hat er gesagt, nein, sie war nur begrenzt auf Rüdersdorf. Also er wollte sie auf Teufel komm raus begrenzen, dass alles nicht stimmt, ja, weil du hast mir ja vollkommen vertraut. Ich hätte ja wirklich dir alles wegnehmen können, ob du willst oder nicht. Du musst dir vorstellen, aber ich habe damit nichts gemacht, weil ich bin nicht du, okay? Ich bin nicht du. Ich hätte es offiziell machen können, ja? Du machst Prozessbetrug und willst mich beklauen, inoffiziell, aber offiziell vom Staat. Was hat die Polizei daraus gemacht? Ich habe eine Anzeige bekommen wegen Prozessbetrug. Wurde eingestellt. Ich habe eine Anzeige bekommen wegen Fälschung des Vertrages. Also ist dieser Vertrag zum Forensiker gegangen nach München, ja, und der Forensiker hat gesagt, ist alles echt? Bumm, eingestellt. Was hat Vögraf weitergemacht? Hat mich mehrmals angezeigt, um Verfahren zu eröffnen. Wie? Wenn ein Verfahren offen ist, ja, kann er mich immer durchleuchten. Er produziert Verfahren für Verfahren. Übrigens ist immer noch so. Er macht das immer noch seit 2004. Ja, jetzt hat er einen Bushido und er zeigt mich an in etlichen Sachen, obwohl diese Generalvollmacht, ganz einfache Lösung, entbinde Steinpilz von seiner Schweigepflicht. Steinpilz kommt, du kannst mich ganz leicht als Lügner enttarnen, dann sagst du immer zu, hier ist der Notar, ich habe die Vollmacht, Generalvollmacht gemacht für ein Geschäft Rüdersdorf. Er hätte das bezeugen können. Erledigt, ich wäre am Ende. Fertig. Boah, das ist natürlich jetzt wirklich krass. Ja, also was ich vorhin gesagt habe, was ich vermute, wird hier nochmal angesprochen. Also das ist krass. Er sagt, dieser Steinpilz, der könnte es bezeugen, dass Bushido ihm nur eine Generalvollmacht gegeben hat für nur ein Geschäft. Und damit wäre ja Bushido aus dem Schneider plötzlich, also nicht nur aus dem Schneider erst, sondern er wird Arafat ja Amsen jetzt hier vor Gericht. Warum macht er das nicht? Du hättest in jeglicher Sache gewonnen. Du hättest ihn nur entbinden. Bis heute willst du ihn nicht entbinden. Nein, geht er mit seinem Anwalt irgendwann in seinem Büro vor anderthalb Jahren. Ja, erzählt noch bei Gericht. Wir sind hingegangen und haben gesagt, wo ist meine Generalvollmacht? Und er hat sich angeblich voll in die Hosen gekackt. Der erzählt das so frei rum. Aber er erzählt das. Ja, dann sagen wir immer, entbinde ihn doch und dann soll er das doch bezeugen. Ja. Ich möchte ihn nicht entbinden. Er will immer vor Gericht sagen, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht. Du hast nie jemand entbunden. Einfach entbinden. Und ich biete dir immer noch, entbinde ihn. Er hat mir enttarnt mich als Lügner. Ja, also wenn er das, also eigentlich, ich tendiere dazu, ihm zu glauben jetzt hier, weil wenn er das so sagt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Guck mal, entbinde den Typen da von seiner Schweigepflicht, dann kann er ja eine Aussage machen. Und wenn du recht hast, brauchst du ja vor nichts Angst zu haben, weil dann ist Arafat gewamst. Dann braucht er hier auch keine Videos mehr machen. Oder? Leute, wie seht ihr das? Wo ist die Kamera? Kein Problem, wie die Bänder. Warum hast du nicht erlaubt, die Bänder offiziell von deiner Seite aus zu hören. Nein, richterlicher Beschluss gefallen, dass wir sie hören, ob du willst oder nicht. Das ist der Unterschied. Du wolltest nie irgendjemand entbinden. Bindhardt, ja? Heiner Bindhardt, wolltest du auch nie entbinden. Hast auf seiner Zunge gelogen bis zum geht nicht mehr. Du wolltest nie jemand entbinden. Auch wie mit der Generalvollmacht. Du hast mir eine Generalvollmacht gegeben, ja, stimmt. Und dann kam, jetzt hört gut zu, der Stern hat entdeckt, es gibt eine Generalvollmacht in Rüdersdorf mit einer Vollmacht von meinem Bruder Rommel,
der auch für uns was unterschrieben hat, weil wir nicht da waren. Dann hieß es überall in der Presse, er hat sein Leben verkauft an Abu Chaker. Scheiß auf sein Leben, Alter. Dann fing das an mit den ganzen Schlagzeilen. Das ist voll. Ich versuche so voll zu folgen, Rüdersdorf, Gütersloh, hast du nicht gesehen, Haus da, Versicherung hier, Sausage da, Schokolade essen, Proteine. Auf einmal, scheiß auf sein Leben, Bruder. Einfach so mittendrin, ja, okay. Abu Chaker, scheiß auf sein Leben, Alter. Dann fing das an mit den ganzen Schlagzeilen, okay? Dann hat die Anwältin gesagt, scheiße, wir müssen uns dagegen wehren. Eigentlich hat die uns voll verarscht. Die hat Kohle kassiert ohne Ende. Ich verstehe nicht mal, warum. Dann hat Bushido nicht gesagt, sag mal, aber was haben wir falsch gemacht? Ja, weißt du, wie das aussieht? Aber ist doch scheißegal, das ist eine Generalvollmacht. Er hat sie mir gegeben. Wo ist das Problem, wenn zwei Geschäftsleute Brüdern eine Generalvollmacht geben? Ich missbrauche sie ja nicht. Von mir aus, nimm sie doch zurück. Sagt er, nein, ist doch scheißegal. Wen interessiert das? Ist doch unsere Sache. Dann hat sie gesagt, nein, wir müssen es anders machen. Wir müssen so tun, ob ich ihnen eine gegeben habe. Ich meinte, aber ich will nicht so tun, weil es nicht stimmt. Wenn du eine haben willst, kriegst du eine. Er so, nein, ich möchte keine. Aber was soll das? Also standen wir da so wie so zwei Vollidioten, wo wir uns rechtfertigen müssen, obwohl wir sagen, nein, es war so. Weil die Presse wieder ein riesen... Ja, der Bushido hat sich da wahrscheinlich, von meinem Gefühl her, kommt das so rüber, als ob der so sich unter so einem Druck fühlte, sich zu rechtfertigen, weil das so klang wie ein Clan hat von ihm Generalvollmacht. Er ist jetzt, ja, nee, er muss... ...denn fast gemacht hat. Also, was wurde getan? Dann hat die eine Anwältin den Anwalt angerufen. Kannst du so machen? Der andere Anwalt sagt, ich mach das aber nicht. Der Notar. Dann meint die andere Anwalt, aber ist doch nur eine Schriftlüge. Die wird nicht geahndet. Dann meint er, wenn das so ist, dann wurde ein anderer Anwalt noch eingestaltet. Ja, und ja, gesagt, getan, wurde was geschrieben. Nicht notariell. Und wurde derzeit sozusagen den einen Journalisten, der wurde angelogen, bewusst angelogen, dass sozusagen krass. Die Schlagzeilen sozusagen wieder runtergehen und dass Bushido, weil Bushido stand da in der Presse wie so ein, ja, er hat seine Seele verkauft und bla 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 bla. Ganz ehrlich, ich habe ihm gesagt, wenn du willst, gehen wir jetzt zum Notar. Ich gebe dir genauso eine Generalvollmacht. Und von mir aus können wir die öffentlich machen, dann können die uns am Arsch lecken. Nein, ich beuge mich niemand. Ich meine, ich mich auch nicht, aber... Ich weiß nicht, was hier für einen Film gespielt wird. Ich weiß auch nicht, was die Anwältin hier für Filme macht. Dann sind wir von Gericht zu Gericht gegangen. Wer hat kassiert? Natürlich nur die Anwältin. Wir haben ein Verfahren nach dem Ende verloren. Nur Kosten. Nur Kosten. Ja. Nur um jemand es recht zu machen. Ja. Obwohl uns das scheißegal war. Irgendwann, wir müssen noch weiter. Ich meine, ich gehe nirgends mehr weiter. Ich mache gar nichts mehr. Ist mir scheißegal, was sie denn. Er hat dann... Jahre später, wo der Streit dann war, war ich derjenige, der angeblich die Generalvollmacht missbraucht hätte. Ich weiß nicht in was. Es war nur beschränkt auf Rüdersdorf, weil er wäre ja unglaubwürdig, wenn jemand den anderen eine Generalvollmacht gibt. Ja, ist ja ein Vertrauen da. Ein absolutes Vertrauen. Ihr habt ja das Video gesehen, was er selber gesagt hat. Aber er musste ja alles umändern. Er musste es so darstellen, dass das nicht stimmt. War nur begrenzt auf ein Geschäft. Es war nie begrenzt. Und jegliche notarielle Vollmacht oder egal was, wenn eine Begrenzung drinne wäre, würde es in der Vollmacht drinne stehen. Da würde stehen, eine Generalform begrenzt auf das und das. Also ja, ich verstehe den Punkt natürlich jetzt, aber ich verstehe eins nicht. Gibt es jetzt die Generalvollmacht, die man jetzt dem Gericht zeigen könnte, wo es drin steht, wo ganz klar ist, dass es nicht begrenzt ist? Oder gibt es die nicht, weil der Anwalt sie hat und der die von der Schweigepflicht nicht entbindet und so ist Wort gegen Wort? Der Arvid müsste das Papier doch da haben, sozusagen den Vertrag. Geschäft oder Objekt, Punkt. Dann ist sie begrenzt. Aber er stand nicht da. Wie gesagt, außer heiraten seinen Namen, hätte ich machen können, was ich will. Aber ich habe nicht. Das ist der Unterschied. Ich habe nicht. Aber um glaubwürdig zu sein vor Gericht, hat er so getan, nein, nur begrenzt, weil würde er sagen, ja, habe ich. Dann würde jeder Richter sagen, Alter, du hast ihm Vertrauen, bist keine Ahnung was. Und jetzt auf einmal willst du uns vorgucken, dass ich so ein böser Typ bin oder dir erzwungen habe, alles okay, zu machen. Habe ich dich auch gezwungen, Geld zu verdienen? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich nicht. Das wollte ich euch mal vorab erzählen, was die Generalvollmacht ist. Und wie gesagt, das hat er selber ausgesagt. Hiermit wollte ich mich dann auch verabschieden. Ja, es reicht für heute. Nein, Spaß, Jungs. Ja, ich dachte schon, hä, wir sind da gerade in der Mitte. Nein, hat jemand, bevor wir zum anderen Thema gehen, hat jemand noch irgendwie Fragen? Kannst du mich als auch zwingen, einen Pool zu... Ja. Nein, ich...
hab den Pool, er wollte ihn nicht. Ich hab ihn gebaut, obwohl gegen seinen Willen. Kompletten Rad ab hat er. Er wollte auf keinen Fall irgendjemand entbinden. Ja, jahrelang hat er auf Geheule getan, geweint, von Doku zu Doku gesprungen, hat er die Podcasts gemacht, wollte mich auch jahrelang als Islamist darstellen. Na, haula, haula. So, und wenn, ich bin auch ehrlich zu euch, ich bin null vorbereitet, ich gehe nicht vorher durch, was ich rede, was ich sage, ich habe hier keine Notizen. Ich mach das Freischnauze, weil Lügen, kannst du vergessen, die Wahrheit bleibt immer die Wahrheit. Bei Kiss FM hat er... Ja, also das muss ich sagen, das merkt man schon, dass er es auf Freischnauze macht, weil es sind natürlich sehr reptilienartige Wiederholungen, repetitiv. Die Mackies sind autark, ja. Was jetzt so auf Reaction-Basis ist, ja nicht schlimm, ist ja okay, können wir uns ja ein bisschen geben, aber... Wäre vielleicht wirklich, wäre jetzt schon der dritte Kritikpunkt hier, wäre vielleicht wirklich interessanter oder besser für ihn selbst vielleicht, wenn er mal so eine Struktur aufbaut und dann Themen durchgeht, dann würde er sich nicht dauernd wiederholen und dann hätte er auch eine Übersicht, weil ich muss sagen, ich bin schon ein Freak bei diesem Thema geworden mit der Zeit, also ich glaube ihr auch, die mich verfolgen, wir haben ja die Gerichte da verfolgt und alles. Und aber auch selbst ich komme manchmal durcheinander und erinnere mich nicht mehr ganz richtig hier, da. Was hat er nochmal vor Gericht gesagt? Oder Rüdersdorf, Gütersloh, das heißt ich, Burghausen, Kleinmachnow, Schmausen. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen erfunden, also damit das klar ist. Aber ich will nur sagen, 60 Wohnungen da, 9 Wohnungen hier, da kann man schon mal gut durcheinander kommen. Deswegen wäre eigentlich eine Mindmap besser gewesen. Aber okay, weiter geht's. Ihr habt ja selber gehört, ich muss es ja nicht wiederholen, aber das war ja... Vielleicht habe ich ihn, vielleicht ist, wie er gesagt hat, mit dem Band. Vielleicht ist er gefälscht. KI. Ich verstehe auch gar nicht, wie man so einen Rassisten, wirklich Narzissten, einen Lügner überhaupt eine Plattform geben kann. Und das Schärfste ist, ich habe ja gehört, er ist ja gerichtlich oder er hat eine, was hat er, wen hat er abgemahnt? Irgendjemand hat er abgemahnt. Er sei kein Versicherungsbetrüger. Du wurdest wegen Versicherungsbetrug verurteilt. Du hast eine Bewährung bekommen wegen Versicherungsbetrug. Da kann man das nennen, wie man möchte, Betrug oder nicht Betrug. Du wurdest verurteilt wegen Versicherungsbetrug. Und wie gesagt, ich... Ja, das ist hart. Das ist mir auch zu Ohren gekommen. Ich will jetzt nicht sagen, wer... Warte eine Sekunde. Ich glaube, Adam schreibt mir wegen der Folge hier, weil es ist in Deutschland jetzt 7.54 Uhr, bei mir ist 1.54 Uhr, ey, der Adam ist aber immer noch wartet auf die Folge, damit er die fertig machen kann, damit alle schlafen gehen können. Ich muss auch schlafen. Okay. Shoutout an meine Mods und an die Cutter, Boogie, Adam, Ilya, ey, das ist ein geiles Team, Alter, ey. Ohne die könnte ich das hier alles immer nicht machen im Moment. Schwierig auch hier, von hier aus Timeline, Mimeline, diesmal erstmal das so. Ich entbinde euch auch von euren, also falls wir vor Gericht kommen, entbinde ich euch. Von falls ihr Kinder bekommt, entbinde ich auch. Also es ist mir auch zu Ohren gekommen, ich weiß auch wer natürlich und so, aber ich will jetzt erstmal nicht sagen, weil ich glaube derjenige wird das vielleicht noch selber sagen, ist tatsächlich wieder eine Unterlassungs ja, wie sagt man, Unterlassungsschmusbang von Mr. Ziemlich schnell reizbarer Boosnite gekommen. Und zwar, ich glaube sogar, es waren mehrere Sachen. Unter anderem stand da drin, also Unterlassungsklage, er soll nicht mehr Versicherungsbetrüger genannt werden. Glaube ich mich zu erinnern, so habe ich zwischen Tür und Angel mitbekommen. Was stand da noch drin? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich echt interessant irgendwie, dass der sowas rausschickt. Ich bin kein Versicherungsbetrüger so. Beziehungsweise, ey, will nicht so genannt werden und darf nicht, weil ist nicht. Hä? Also wirklich, also ich muss echt sagen, also warte mal ganz kurz. Warte. Vielleicht ist es noch nicht klar geworden, aber was? Also Jetzt stelle ich auch die Mondlandung in Frage. Also ich muss echt sagen, haben wir irgendwas falsch verstanden? Vielleicht ist ja, kann möglich sein. Ist möglich, ja. Ist möglich. Vielleicht haben wir alles falsch verstanden. Vielleicht, ja, kann möglich sein. Man muss ja, wo Recht ist, muss man Recht geben. Vielleicht ist er es ja nicht. Vielleicht ist es. Müssen wir mal gucken, was Arafat sagt. Er weiß es ja.
warte immer noch, du wurdest wegen Versicherungsbetrug verurteilt zur Bewährung. Und dass du dich... Meine Frage jetzt. Ist er nicht zur Versicherungsbetrüger, für einen Versicherungsbetrug zu einigen Monaten sogar verurteilt worden, zur Bewährung ausgeschrieben? Und zwar ging es darum, wer klaut Fische? Es ging darum, dass er ja, diesen Fischeinbruch, diesen Einbruch in seinem Fischladen vorgegaukelt hatte. Ich meine, das, also entweder bin ich jetzt völlig auf dem falschen Dampfer und wir haben das die letzten Jahre völlig falsch aufgenommen. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Du beschwerst, dass deine Frau und deine Schwiegermutter, ja, dass ihr gemeinsame Sache gemacht habt und wegen das Diamantenarmband. Ogedo, du hast mir 2017, hast du mir das Diamantenarmband übergeben in meine Hand. Da war Wael. Wael al-Nakib war dabei. Nicht vergessen, ja, wo du im Gericht gesagt hast, ich kenne keinen Wael. Wael war der Junge, ich sag dir nur, weil du irgendwelche Waels, irgendwelche dies, das war der Junge, der immer neben deiner Mutter stand. Immer neben deiner Mutter stand. Hast du vergessen? Aber ja. Da du dir sowieso nichts aus deiner Mutter gemacht hast. Weil würdest du deine Mutter ehren, nur 1%, würdest du keine anderen Mütter beschimpfen. Ja? Weil du wirfst Ausdrücke gegenüber anderen Müttern, also musst du erwarten, dass die Leute deine Mutter Ausdrücke sagen. Aber das, weil du, ja, du tust immer so auf Mitleid und meine Mutter, Jahreszeit, du hast dich noch nie für deine Mutter interessiert. Nur zur Information. Würdest du dich für deine Mutter interessieren, würdest du keine anderen Mütter beschimpfen. Weil dann würde keiner deine Mutter beschimpfen. So würdest du deine Mutter lieben und beschützen. Hauptsache hast du mir 2017, weil du Schiss hattest, dass irgendeine Razzia kommt bei dir und das Armband finden, das Diamantenarmband, okay? Was du, wie Steven es gesehen hat, unterm Blumenbeet oben, wo du geschlafen hast, versteckt hast, dann hast du es mir gegeben. Dann hast mich darum gebeten, es zu verkaufen. Dann bin ich... Also ganz kurz... dieses Armband, was er hier anspricht, das war ja auch ganz groß und breit beim Stern, glaube ich. Die haben halt die Frage aufgeworfen, was auch abschließend nicht beantwortet werden konnte, ob das eventuell ein Movie war, was die da gemacht haben auf der Havel. Havel. Die haben ja sogar mit dem Mitarbeiter von diesem Havel gesprochen und der konnte sich ganz gut erinnern, weil es kommt nicht einfach so mal ein Bushido vorbei. Er meinte das ja so fast wörtlich, kann ich mich nicht dran erinnern, aber er meinte so mäßig, ja, kommt hier denn nicht jeden Tag ein Star vorbei. Dann kommt er dahin mit Schmenders the Maria und so wie ich mich erinnere mit der Mutter Soraya und dann sind die auf dem Boot, haben Armband und haben dann, wenn die wiederkommen, kein Armband mehr. Und die sagen halt, er ist halt ins Wasser gefallen oder was. Kann ja auch passieren. Das ist ja nun mal so im Leben. Sowas kann passieren. Ja, ich glaube, das wurde auch investigated. Und ja. Ich bin an der Kantstraße gegangen. Habe es jemand angeboten. Ja, ich habe es jemand angeboten. Und er hat dir, ich glaube, 100.000 Euro wollte er dafür zahlen. Dann habe ich dich angerufen. Dann habe die aber gesagt, aber hör mal zu, der Typ sagt, das Ding ist viel mehr wert. Es ist schade, wenn du es verkaufst. Ich habe gesagt, willst du es verkaufen, ja oder nein? Hast du gesagt, nein. Aber kannst du es bitte noch ein paar Tage bunkern bei dir? Dachte ich mir, Alter, wenn ich bei mir bunkere, dass sie bei mir das erwischen, dann bin ich ja am Arsch, dann, Alhamdulillah, habe ich es nicht bei mir gebunkert. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er eine Unterlassungsklage rausschicken? Ich meine, er ist ja sozusagen Zeuge jetzt hier. Der Arafat macht sich ja selber zum Zeugen, zu jemand, der es etwas weiß. Könnte jetzt Arafat sozusagen eine Aussage machen für denjenigen, an den Bushido eine Unterlassungsklage geschickt hat. Also es wird gerade immer wilder, Leute, ich weiß gar nicht. Wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Gleich schickt er mir noch eine Unterlassungsklage, weil ich einen schwarzen Pulli an habe. Aber ey, Leute, diese Havel-Sache ist auf jeden Fall abschließend nicht geklärt, beziehungsweise nicht geklärt, sondern vielleicht sogar andersrum. Er ist dafür nicht belangt oder so. Also, so wie ich das offiziell so... Ne? Ist kein Straftat passiert, ist ganz normal, Versicherung hat bezahlt, ist halt so, ne, wenn da so ein Armband im Wasser fällt. Jetzt sagt Arafat aber komplett was anderes. So, er weiß, wo das Armband war, er weiß also, dass es nicht weg war. Er hat es ja sogar noch gehabt, soll es ja versucht haben zu verkaufen für ihn. In meinem Interview sagt er sogar, dass dann noch jemand anderer im Boot dabei war, den er nicht angesprochen hat bei der Polizei. Ist bei mir im Interview, das sagt er. Snide, Alter, ist ganz wild hier. Habe es Wael gegeben. Er hat es für 2-3 Tage gebunkert. Nach 2-3 Tagen ruft mich Wael und sagt mir, Arafat, ich will das Ding nicht bei mir zu Hause haben. Ja? Dann habe ich dich Bushido wieder angerufen. Dich. Und wir haben uns getroffen. Und ich habe es dir zurückgegeben.
dir persönlich in deiner Hand. Vielleicht gehst du, rennst du ja zur Polizei und sagst, vielleicht habe ich das ja auch geplant mit den Diamanten. Aber ich habe keine Kohle kassiert, komischerweise. Dir zurückgeben, Mushido. Und dann, wo du und deine Frau angezeigt habt, wo die Polizei entweder am 20.11. oder 22.11.18 bei mir eingeritten ist, einen Tag davor, weil ihr wusstet, dass nächsten Tag bei mir die Leute einreiten, deine Frau so eine SMS geschrieben und hast mich gewarnt. Deine Frau, ey, ihr habt noch das Armband. Du hast es sogar vor deiner eigenen Frau das Armband versteckt. Du hast nicht mal deiner Frau erzählt, dass du das Armband zurückbekommen hast. Weil vielleicht hätte sie es ja haben wollen, ja? Und dann willst du eine Unterlassung, dass das nicht stimmt? Geh doch bitte gegen mich vor. Ich bitte dich doch gegen. Also das ist jetzt echt heavy. Was sagt ihr, Leute? Also geh gegen mich vor, sagt er. Was, entbinde den Anwalt, dann wird die Wahrheit rauskommen. Oder ich bin gefickt. Und jetzt sagt er, geh gegen mich vor, was diese Versicherungsgeschichte angeht mit dem Armband. Meint ihr, Bushido traut sich? Ist das jetzt hier der Beweis sozusagen? Könnte das ein Beweis sein, dass er lügt, wenn er sich jetzt hier nicht traut? Weil bei dem anderen hat er es ja schon gemacht. Warum nicht bei Arafat? Also, wissen wir, die Folge ist ja draußen seit 20 Stunden. Vielleicht arbeiten die Anwälte von ihm auch so schnell. Ja, schauen wir mal. Gegen mich vor, weil ich werde die Person, der Zeuge, ja, der mit dir auf dem Boot war, mit dir auf dem Boot und deiner Schwiegermutter und deiner Frau, den werde ich erzeugen. Und die Firma sogar, der Bootsfall. Oh mein Gott, warte nochmal. Okay, das ist jetzt irgendwie, das ist ganz, ganz, ganz heftig. Ey, Leute, ich weiß, aber ey, falls, ne? Ich sage nicht, aber ich sage falls. Es so sein sollte, die merke ich so noch Tag, falls da wirklich etwas geschmust wurde und gemoved wurde und geschmiesenkt wurde und Digga, das ist heftig, weil die haben von der Versicherung eine Menge Geld bekommen für das Teil. Wenn das dann wirklich ein Schmus war und gelogen wurde, das ist heftig, Mann. Für jemanden, der schon mal für so etwas paar Monate Bewährung bekommen hat, dann, boah, Alter, ja. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz rein, was er sagt, auf Detailbasis. Der Zeuge, ja, der mit dir auf dem Boot war. Ah, hier wiederholt er das, was er im Interview gesagt hat, genau. Mit dir auf dem Boot und deiner Schwiegermutter und deiner Frau, den werde ich erzeugen. Und die Firma sogar, der Bootsverleih, wo du da warst. Ja, geh gegen mich vor. Ich bitte dich, wie Baby Luxury, wo deine Frau gesetzt. Also, muss man sagen, es ist heavy, heavy. Gesellschafterin, wo der Herr Füllgraf dich angehalten hat und knapp 400.000 gefunden hat. Wo er dich angehalten hat, dich begleitet hat zu Baby Luxury. Bist du zu Gregor gegangen, hast Gregor das Geld gegeben, hast dir in die Hosen geschissen. Warum? Weil du musstest ja tun, ob du die Ware bezahlst. Dann bist du nach Hause gefahren, hast gewartet. Haut Gregor ab oder nicht? Aber Gregor kam nach einer Stunde und hat dir das Geld gegeben. Dann hast du leere Kartons getragen mit deiner Frau, Steven und der eine Zeuge, der schon wieder da war. Und hast du so getan. Ups. Schön, Kamera hinten. Also ganz kurz, nur ganz kurz zum Festhalten. Es gibt wohl jemanden, ja, ich sag mal, wenn man seinen Ohren auf den Schienen der Straßen hat, dann weiß man auf jeden Fall, also man weiß jetzt nicht, ja okay, jeder weiß, wen er meint. Ich glaube schon, dass ein paar Leute wissen, wen er meint oder meinen könnte. Ne? Ich habe auch einen Namen im Kopf, aber ich will nur sagen, dieser jemand war wohl jetzt bei 2-3 Moves dabei, nenne ich es mal, weil es sind unbestimmte Artikel, Moves, den er aber nie genannt hat. Interessant. Kartons getragen und hat so getan, oh, alles geklaut. Die Polizei weiß das, die Staatsanwaltschaft weiß das. Nix, keiner hat dich angeklagt. Anscheinend hast du Narrenfreiheit. Ein Betrüger. Das ist Versicherungsbetrug. Und sowas nennt man Versicherungsbetrüger. Da kannst du drehen und wenden, wie du möchtest. Soll ich weitermachen? Das ist Kleinigkeiten, was du da gemacht hast. Ja, ich muss dazu sagen, auch hier wieder, erzählt Arafat, finde ich etwas zu schnell für jemanden, der vielleicht so oberflächlich an der Geschichte interessiert ist und dran ist. Das ist ein bisschen zu heftig schnell. Zack, zack, ja, Baby Luxury, da. Gregor, Geld. Unten, das, links, rechts. Ich glaube nicht, dass. Könnt ihr mal bitte einmal in den Chat schreiben für die Leute, wie ihr das empfindet. So, ich meine, ihr, die mir folgen jetzt hier auf dem Kanal, wo ihr gerade seht, seid ihr bestimmt voll die Freaks. Ich weiß.
Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu schnell. Wenn der Arafat will, dass die Öffentlichkeit so ein bisschen auch seinen Teil der Geschichte mitbekommt, müsste er das wahrscheinlich ausführlicher und noch so ein bisschen ausholen, erklären. Man muss ja jetzt nicht ausufern. Aber für alle die, die es interessiert, nochmal in ausführlicher Art. Ich habe eine Folge gemacht vor 2 Jahren. Da haben wir den kompletten Stern-Artikel mal durchgenommen. Und da ist diese Baby-Luxury-Geschichte übertrieben detailliert erzählt. Sogar, dass das LKA, meine ich, die da in der Tiefgarage noch so, ich sag mal in Anführungszeichen, festgenommen hätte und so. Aber es, glaube ich, dann nichts mehr zu einer Anklage kam. Ich erinnere mich aber nicht 100%. Aber das sind, eigentlich ist es da sehr detailliert drin, falls ihr euch dafür interessiert. Kleinigkeiten, aber dass du dann eine Abmahnung machst, dass man dich nicht so nennen darf, mahn mich doch ab. Ich bitte dich, du willst doch gegen das Buch vorgehen. Geh doch gegen das Buch vor. Ich verstehe nicht, warum du das nicht machst. Du bist doch der Saubermann, du bist doch der Korrekte. Aber wenn du in Bredouille kommst, also wenn ihr merkt, dass kein Ton von ihm rauskommt, er sagt nichts mehr, dann könnt ihr auf sein Instagram gehen, dann postet er wieder Kinderfotos. Deine Kinder tun mir wallah leid. Möge Allah sie recht leiden. Deine Kinder tun mir wirklich leid. Ungelogen. Nutz sie nur weiter aus. Nutz den Jahrestag deiner Mutter aus, den Todestag deiner Mutter. Mach das alles. Aber wie gesagt, ich habe dir was gesagt. Ich werde dich enttarnen. Punkt. Kommen wir zu das Thema. Bushido hat eine Schwester. Ihr wundert euch, warum erwähnt er nie seine Schwester, nie seinen Bruder. Anscheinend ist es ein zerrüttetes, keine Ahnung was. Wo seine Mutter verstarb, davor hat sie ihm nicht gesagt, dass er eine Schwester hat. Er wusste es nicht. Eines Tages kommt er zu mir und sagt mir, ich muss mit dir reden. So, was denn? Ich habe eine ältere Schwester. Was? Wie? Bist du dir sicher? Ja? Das hat ihm dann seine Tante erzählt. Die haben das die ganzen Jahre vor ihm verheimlicht. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ungelungen. Die ganzen Jahre haben sie verheimlicht, dass er eine Schwester hat. Irgendwann habe ich sie kennengelernt. Ungelungen? Schwester nicht von seinem Vater. Nur Schwester von seiner Mutter. Eine sehr nette, sehr, sehr nette Frau. Hat sehr liebe, nette Kinder. Ihr Mann ist ein sehr, sehr netter. Komischerweise die kamen auch manchmal zu Konzerten und Auftritten, dann haben wir die gesehen. Immer lieb, immer nett, zuvorkommt. Mich wundert nur, warum hast du nie was über die erzählt? Auch in der Öffentlichkeit, in deiner Doku. Dein Bruder, Serjan, mein lieber, guter Junge, ungelogen. Ich meine das richtig ernst. Sein Bruder ist echt ein guter Junge. Sein Bruder liebt auch wirklich seine Mutter. Man hat das gemerkt und gespürt, weil er hat alles für seine Mutter getan. Mich hat gewundert, dass sein Bruder nicht für dich gelogen hat, weil er ein ehrlicher Typ ist. Weil dein Bruder weiß, was Sache war. Du bist nicht der Korrekte. Ich muss sagen, wirklich ein Ding nach dem anderen hier wird rausgehauen. Ich höre hier gerade gespannt zu, wie ihr auch. Deswegen, ich muss sagen, mit der Schwester, wenn das denn so alles so stimmt, wie er sagt, muss ich ja mal dazu sagen, ne? Die Geschichte, die kannte ich schon. Von jemand anderen, der Bushido sehr lange sehr nah war, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wer, den der auch am Ende voll scheiße behandelt hat, obwohl er ihn wirklich, wirklich jahrelang mitgetragen hat. Ja, jetzt muss man sagen, er sagt gerade wirklich was Interessantes. Ich meine, dass die Schwester ihm verheimlicht wurde, dafür kann er ja natürlich nichts. Ne? Wäre natürlich interessant, warum, aber das, okay, tut nichts zur Sache. Dass er aber in seiner Doku und so, wo er so 3-4 Folgen lang so, Staffeln lang, Podcast, dies, das, so viel aus. Warum hat er das denn da nicht so erwähnt? Oder, ja gut. Ja gut, ich meine, das kann er natürlich selber entscheiden, aber ist dann interessant. Und das andere mit dem Bruder, der war nicht vor Gericht, ja. Erinnere mich nicht dran. Der hat keine Aussage gemacht. Hätte ja kommen können. Also stelle ich mir vor. Das Geld immer gebunkert hast im Keller. Das Schwarzgeld von dir, Versicherungsgeld, Konzertgelder. Wie gesagt, Serjan war ein wirklich, wirklich, wirklich lieber Junge. Richtig korrekt. Ich habe ihn auch, ich glaube, seit dem Streit haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Er war auch Mieter bei mir in der Killmannstraße. Er hat gegenüber seinem Bruder gelebt, aber er ist nur dahin gezogen wegen seiner Mutter, dass er in der Nähe seiner Mutter war. Serjan war auch zum Beispiel, wo seine Mutter verstarb, im Krankenhaus. Er war immer am Start. Er hat sich immer wirklich drum gekümmert. Und wo Bushido die ganzen Schwarzgelder hat, die er mir vorgeworfen hat wegen Konzerte und Gigs, wo du die ja gezählt hast mit Steven und Hamudi, weil du ja Geschäfte gemacht hast. Mit den einen Stefan. Ich habe auch seinen Nachnamen. Kommt auch noch. Und Gott sei Dank, Alhamdulillah, ich habe nichts damit zu tun. Ja, es wild, Alter. Also, beinahe alle Vorwürfe, die er dem Arafat gemacht hat, werden jetzt zurückgespiegelt.
zumindest gespiegelt. Mal gucken, was davon bewiesen werden kann. Da könnt ihr auch diesen Stefan holen, jeden anderen. Also haben sie vom Keller 950.000 Euro geholt, weil er das Geld, immer das Schwarzgeld, was er mir in die Schuhe geschoben hat, das Mehl zum Bachsgeld, die 170.000 von der Schweizer Firma. Sagt euch nicht viel, aber es kommt noch alles. Die ganzen Auftritte, die Türkei-Gelder. Du hast ja nichts damit zu tun, das war immer alles ich. Du bist ja ein Unschuldslamm. Da hast du deine Gelder, dann hast du angefangen, Geschäfte zu machen und hast 300.000 investiert. Hast jede Woche 25.000 Euro bekommen. Schwarz. Und kamen diese 25.000 Euro mal zu spät. Guck dir mal an, was für ein Taktiker der Typ ist. Ich weiß von nichts. Der verdient Geld, ist doch in Ordnung, sein Geld. Aber wenn der Typ zu spät bezahlt hat, hat er mit mir gedroht. Aber ich weiß nichts. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und überhaupt. Auch geiles Thema. Bushido behauptet ja immer, er hätte nicht mit Arafat gedroht oder nie mit Arafat gedroht. Hier wird der das Gegenteil von Arafat selbst behauptet. Auch interessant. Ich hätte die Geldgelder in meiner Tasche gelegt. Behauptest, ich hätte die Konzertgelder in meiner Tasche gelegt. Behauptest, ich hätte die Merchandising-Gelder in meiner Tasche. Mann, du bist so ein armer Kerl. Da frage ich mich, wo ist das ganze Geld? Wenn ich alles in meiner Tasche habe. Du tust mir echt leid. Ungelogen. Ja, das zur Bushido. Also, das ist ein Prozent. Ihr merkt, das ist noch nicht auspacken. Das ist nur so Pillepalle. Ich habe auch meine Gründe, wie ich auch langsam anfange. Das hat alles seinen Grund. Ja, also wie gesagt, weil er sagt, ich soll mein Leben in Ruhe leben. Warum erzählst du nicht den Leuten, dass wir noch Zivilprozesse haben, Strafprozesse? Weil du bist eher so. Du gehst erst raus. Ja, ich habe gewonnen, habt ihr gesehen, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, habe ich euch ja alles erzählt. Und wenn du dann verlierst, bist du ganz klein wie eine Maus. Ganz klein. Erzählst nichts. Ist wie dein Burj Khalifa. Erzählst auch nichts. Ob er Kontakt mit seinen Geschwistern hat? Ich glaube nein. Sonst wären sie irgendwie auf dem Konzert oder man hätte sie gesehen. Und ganz ehrlich, ich will euch nur was sagen. Weil so viele Leute schreiben mir, die haben dich in Hamburg auf dem Konzert gesehen. Deine Frau stockbesoffen. Hat sich nicht um die Kinder gekümmert. Und dich hat das nicht... Das bitte schreib mir das, das interessiert mich gar nicht. Ich will damit gar nicht anfangen. Ich sage nur, deine Kinder tun mir wirklich leid. Du verkaufst sie nur, wo es geht. Du hast da genug Geld, warum verkaufst du sie? Aber dann wunderst du dich, wenn einer über sie redet. Dann schütz sie doch einfach. Schütz sie doch, du bist doch der Vater, du bist doch verantwortlich dafür. Schütz doch deine Kinder. Eltern sind dafür da, um ihre Kinder zu schützen. Vor allen zu schützen. Ob vor Auge, ob vor irgendwelchen Pädophilen, ob vor irgendwelchen Neidern, ob vor irgendwelchen Leuten, die vielleicht sie beleidigen könnten. Deswegen heißen wir Eltern. Wir Eltern haben eine Verantwortung. Klar, wenn sie erwachsen sind und die Scheiße bauen, aber du hast wenigstens das getan, was du tun musst, dass du sagst, okay, ich habe mein Kind erzogen bis zu einem gewissen Alter. Ab jetzt übernimmt er seine Verantwortung nur selber. Klar, ich renne immer noch hinter meinen Sohn her. Auch wenn er Scheiße baut, versuche ihn wieder zurückzuholen. Aber so? Ja. Ob ich blauäugig war die ganzen Jahre? Nein, war ich nicht. Ich wusste ja nichts davon, dass er... Zum Beispiel, wo er das Diamantenarmband gemacht hat, früher mit seiner ich schwöre bei Allah, ich wusste es nicht. Ich habe es erfahren in 2017, wo er Schiss hat und hat mir gesagt, ey, das Diamantenarmband muss weg hier. Diamantenarmband? Ich wusste nicht mal, dass er ein Diamantenarmband, dass er so eine Filme gemacht hat. Dann gab es einen Streit zwischen ihm und der mit war. Jetzt muss ich mal echt einmal einhaken. Ist jetzt eigentlich, so, was er hier sagt, und ich bin mir sicher, dass das LKA zuhört, also selbst meine Streams gucken, die das von ihm werden, die 1000% gucken, aufnehmen, runterladen, abspeichern, ist ja klar. Es müsste das eigentlich, ist das jetzt ein öffentliches Interesse und wird zur Anzeige gebracht, ohne dass der Arafat eine Anzeige macht? Das ist meine Frage. Oder muss in diesem Fall Arafat eine Anzeige machen? Oder sogar die Versicherung schaltet sich jetzt ein, weil die werden das doch mitkriegen. Die kriegen das doch mit. Das hat ja nicht nur Klicks, das ist ja immerhin Arafat Abu Chaka, der macht Klicks, der ist öffentliches Interesse. Das könnte ja ein Schlaumeier hier machen, wenn ihr bei mir zuschaut und das wurde noch nicht passiert. Ich weiß nicht, welche Versicherung das war, das kann man bestimmt rausfinden. Denen einfach mal eine Information mitgeben. Ey, da ist wahrscheinlich irgendwas noch, ein Fragezeichen ist noch im Raum. Möchtet ihr das mal nachchecken? Und Bushido hat Geld von den Typen verlangt, 300.000 Euro. Ja, so habe ich es ja mitbekommen. 300.000 Euro, da hat der andere mir erklärt, Arafat, er hat mit diesem Stefan Geschäfte gemacht, hat jeden Monat sozusagen 25.000 Euro bekommen, schwarz. Jede Woche. Und sein Einsatz war 300.000. Und der eine Typ hat
den Stefan gebracht zu Bushido und die haben Geschäfte gemacht. Und irgendwann hat Bushido die eigene Initiative gemacht, hat ihn rausgedrängt und hat selber mit ihm Geschäfte gemacht. Aber da sind ja sozusagen noch 300.000 Muttergeld. Er hat ja 300.000 investiert, aber hat über 1 Million verdient. Wirklich über 1 Million. Da waren wir, und irgendwann war dieser Stefan, der hat nicht nur ihn verarscht, der hat, ich glaube, gefühlt halb Deutschland verarscht. Voll viele Leute, die ich kannte, die haben ihn gesucht. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht, dieser Stefan. Aber warum komme ich auf dieses Thema Stefan? Dann wollte er irgendwie im Gericht sagen, mein Bruder Nasser kennt ihn. Er hat ja mit ihm Firmen gegründet. Alles gelogen, erstunken, was er gemacht hat. Er. Und dann, wo dieser Stefan nicht mehr auffindbar war, hat er den Hammoudi aufgesucht und wollte 300.000 von ihm haben. Irgendwann hat er sich nicht mehr gemeldet. Also du musst dir vorstellen, ich habe 300.000 investiert, habe über 1 Million Gewinn gemacht, aber weil ich mein Investmentgeld nicht rausgeholt habe, aber der Typ, der ihn geholt hat, ja, hat Bushido hat ihm nicht 1 Cent gegeben, das kam alles an diesem Tag raus. Und deswegen wusste ich das mit Stefan. Deswegen wusste ich das auch mit Diamantenarmband, weil er Angst hatte auf irgendeine Razzia. Die kommt, dann sieht man das Armband, ich bin nicht blauäugig. Null, okay? Ich kenne sogar nicht Mona. Boah, ja, schwer, manchmal schwer zu folgen, weil, also, ne, die Katz und dann wird immer so schnell erzählt. Also, wie ich das richtig verstehe, ein Hammoudi hat diesen Stefan, dem Busneitsch, vorgestellt, gesagt, ey, wir können hier miese Geschäfte machen. Der hat den Hammoudi so quasi rausgedrängt, hat alleine Geschäfte gemacht mit Stefan, hat 300 investiert in was auch immer, hat 25 die Woche bekommen, hat eine Mio gemacht. Stefan ist abgehauen, hat ihm die 300 nicht mehr gegeben. Da war er so abgefuckt, dass er das von Hammoudi wollte. Was irgendwie keinen Sinn macht. Und das Geld hat er auch schwarz genommen. Das ist, glaube ich, eine Zusammenfassung hier, oder? Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Wöchentlich. Die haben irgendwelche Leasing-Autos gekauft, habe ich gehört. Briefe kopiert, gefälscht, verkauft. Im großen Stile. Aber hätte ich was damit zu tun, weil jemand mich blauäugig nennt, der hätte mich doch jetzt gerade, der hätte mich doch verraten ohne Ende. Ja, ja. Ja, der hat ja, man muss sagen, das muss man wirklich sagen. Die waren fast 3 Jahre vor Gericht. Die haben wirklich, wirklich, und ich habe Gericht verfolgt, wie kein anderer haben wir das minutiös verfolgt. Wie ein paar andere Journalisten waren auch von vornherein dabei. Ich glaube wirklich, es hat noch gefehlt, dass sie gesagt hätten, der hat seine Socken nicht gebügelt. Wirklich jede Kleinigkeit, jedes Haar wurde umgedreht gegenüber Arafat. Die haben wirklich alles versucht. Das muss die Staatsanwaltschaft zugeben und also das müssen die zugeben. Die Leistner, die hat alles versucht. So, damit will ich nur sagen, also ist ja auch okay, man ist vor Gericht, die versuchen alles, um ihr Ding durchzuziehen. Haben das nicht geschafft, somit auch der Freispruch. Okay. Muss man sagen, das, was der Arafat hier hebelt, an Argument, ist ja auch richtig, es ist stark, es ist starkes Argument, würde ich sagen, weil, klar, die haben jedes Jahr umgedreht, die hätten ja wohl, wenn er damit was zu tun gehabt hätte, das ja auch mit reingeschmissen und die anderen Sachen und andere Sachen auch, haben sie aber nicht. Weil dann hätte wahrscheinlich ein gewisser Herr Busneitsch voll die Probleme bekommen. Weil er wusste, sowas mache ich nicht. Er wusste, ich mache keine Versicherungsbetrug. Ich mache sowas nicht. Niemals in meinem Leben. Stell dir mal vor, du machst irgendeinen Versicherungsbetrug, ja, kassierst Kohle. Irgendwann, der liebe Herr Gott, Allah Azza wa Jal, bestraft ein Kind wegen Geld, was du sowieso hast. Dir geht's ja gut, du verdienst ja wirklich gutes Geld. Ja, warum diese Gier? Dann habe ich lieber, Wallah, wenn ich Angst vor Allah, dass jemand vielleicht mein Kind oder mir was antut. Vielleicht beschwert jemand vor, ein Glas fällt runter, ein Splitter kommt in dein Auge. Das ist die Bestrafung. Warum? Weil du ein bisschen Kohle kassiert hast? Nein, danke. Würde ich kein Geld haben? Absolut nicht. Und ich sehe meine Kinder verhungern. Ich würde alles machen. Aber dann habe ich einen Grund. Aber nicht wie er. Deswegen mache ich sowas nicht. Und er wusste, dass ich sowas nicht mache. Deswegen hat er mich außen vor gelassen. Alhamdulillah, er hat mich außen vor gelassen. Also ja, ich verstehe schon. Also der hat dieses Geschäft gesehen und dem Arafat nichts gesagt, weil er wusste schon vielleicht, also das ist, was er sagt, da macht er eh nicht mit. Vielleicht sogar nicht nur, dass er das nicht mitmacht, vielleicht sogar, nachdem er es ihm gesagt hat und er das ablehnt, schämt er sich das dann selber zu machen, weil man geniert sich von einem Freund, der dann so mäßig sagt, ja, bist du doof, was machst du denn da überhaupt? Ja, man muss echt sagen, das war immer auch meine Frage. Wenn das denn stimmt mit den Versicherungsbetrügereien und HS, wenn das alles stimmt, dann ist ja die Sache, Alter, du hast doch Geld ohne Ende, bist einer der größten Stars dies Mars. Warum? Warum zur Hölle? Also das habe ich mich immer gefragt. Das
ist das für die Leute so ein Sport auch? Ich weiß es nicht. Sonst hätte er mir noch in die Schuhe geschoben. Ich hätte Baby Luxury gemacht. Ich hätte das Diamantenarmband gemacht. Ja, ich hätte sein Fischladen geplant. Ja, das hätte er alles ihm auch unter die Schuhe geschoben oder unter die Füße. In die Schuhe, unter die Füße. Ja. Ich hätte ja alles geplant in seinen Augen. Aber stellt euch mal vor, wenn ich ihn ja so in den Fittichen hatte und alles, mach dies, mach das. Warum hast du denn deine Versicherungsbetrüge dann alle nicht gemacht? Wo war ich denn da? Wenn ich ja der Big Boss war von dir. Also das nur zum Thema, wenn ja jemand abmahnt und wie Bushido ist. Deswegen habe ich es auch Bonnie und Clyde gemacht, weil seine Frau kam auch auf den Geschmack der Versicherungsbetrügerei. Sie wurde deswegen noch nicht verurteilt, aber ich weiß aus sicheren Quellen, aus hundertprozentigen Quellen, dass sie was damit zu tun hat. Und offenbar doch, der, weißt du was, wenn du ja nicht so bist, wo ist denn dein Armband? Hast du Geld dafür kassiert? Chill doch. Oder Baby Luxury. Wir können einen Krieger holen. Können wir doch alles offenbaren. Und boah, das ist eigentlich krass. Also Leute, versteht ihr das richtig? Verstehe ich das richtig und versteht ihr das auch? Also der Bush Snitch hat vor ein paar Tagen jemand, den ihr auch alle kennt, eine Unterlassungsklage rausgeschickt. Warte mal, hat Mr. Rap eigentlich schon berichtet und ihr wisst eh schon, wer das ist? Ich will es jetzt aber noch nicht leaken, aber ich wusste nicht, ob die das öffentlich machen. Aber ja, hat jemand eine Unterlassungsklage geschickt? Er soll nicht mehr sagen, Versicherungsbetrüger. Er ist kein Versicherungsbetrüger. Unser Mandant ist kein Versicherungsbetrüger. Mhm. So. Jetzt sagt Arafat, der sagt ganz deutlich, dass er es ist, und dann packt er noch die Geschichten aus, die nicht zur Klage gekommen sind. Und er belastet jetzt auch Anna-Maria. Eigentlich, normaler Reflex von Bruce Knight wäre Anwalt. Bin gespannt, ob der es macht. Sehr gespannt. Da müssten wir nämlich wahrscheinlich, also er müsste Arafat das Video runternehmen. Zumindest die Stelle. Glaub mir, ich rede hier, das ist Anno Pillerpalle. Es wird noch viel schlimmer für dich kommen. Krass. 2005 war ich nicht mit auf Tour. Das ist krass. Du meinst, 2005, er wurde eingesperrt in Linz, weil jemand seinen Reifen zerstach. Ja, und dann haben sie den Typen, der den Reifen zerstochen hat von Bushido, den haben sie brutal zusammengeschlagen. Damals hieß es, Bushido hätte ihn geschlagen, Bushido hat noch nie jemand geschlagen. Ich kenne mich nicht einmal, wo Bushido jemanden Haar gekrümmt hat. Außer, dass er in so einer Talkshow so, ich habe ihn in die Fresse gehauen. Du hast noch nie jemanden in die Fresse gehauen. Du weißt gar nicht mal, wie es geht. Auch in Linz hast du niemanden in die Fresse gehauen. Da waren zwei Leute mit dir und ich weiß, wer sie waren. Und die haben ihn in die Fresse gehauen. Leider zu viel. Gott bewahre, Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert. Du bist eingesperrt worden. Ja, da kam Diebe zu mir und hat mir erzählt, ey, in Linz, 1, 2, 3, habe ich Diebe gesagt, können wir auch Diebe fragen? Scheiße, echt, Kaution, knapp 100.000 Euro. Da habe ich gesagt, ey, ich bin bereit, ihnen die Kaution zu geben, dass er erstmal rauskommt. Aber dann Universal, glaube ich, die 100.000 bereitgestellt und hat sie als Kaution bezahlt und wurde dann sozusagen verrechnet. Er hat dann angefangen zu snitchen oder wollte zu snitchen und wollte diese zwei Typen, die ihn eigentlich geholfen haben, verpetzen. Da saßen wir im Café in Al-Bustan. Ey, das ist so krass, Alter. Er hat einfach diese Snitch-Aura. Ich will snitchen. Ich nehme morgens früh auf, ein Kaffee. Hafermilch oder snitchen? Ich weiß nicht, ob ich Hafermilch nehmen soll oder Doppel-Espresso oder snitchen soll. Ja, das ist ja wirklich wild. Also. Aber dass Universal die 100.000 gestellt hat, ist auch irre. Damals haben die für sowas noch 100.000 gestellt. Heute, wenn du irgend so eine Action hast, dann wirst du erstmal gedroppt. Und da kamen die Typen und so, dann meinte er, du kannst uns nicht verraten, es geht gar nicht klar. Und dann saßen wir da, ich meinte, hey, wenn sie dir geholfen haben, kannst du dir nicht verraten. Wenn du die verrätst, pack deine Sachen, geh, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Da hat er gesagt, nein, so war es nicht gemeint. Wieder natürlich. Na klar, habe ich Druck gemacht. Das ist mein Druck gewesen. Wenn du sowas machst, bin ich weg. Wenn du das als Druck meinst, dann gebe ich dir recht. Das ist ein Druck von mir gewesen. Wenn du in gewissen Sachen also Leute verpetzt, ja, steht uns nicht, machen wir nicht. Und du wolltest sie damals verpetzen, aber du hattest eher Angst, dass ich dich verlasse und deswegen hast du es nicht getan. Weil war natürlich deine Anfangszeit und hätte ich dich da losgelassen, wärst du Maler und Lackierer wieder gewesen. Bist ja ein Frauenschläger. Also ja. Geschichte seiner Frau, die werde ich nochmal erzählen, ja. Aber nicht heute. Irgendwann ist das Fass übergelaufen und du hast das Fass überlaufen lassen. Wie gesagt, ich bitte sie nochmal, wenn du willst, dass die schlimmen Sachen nicht rauskommen, mach ein Statement, dass du ein Heuchler und ein Lügner bist. Und alles das gemacht. Das war interessant. Mach ein Statement, ja. Der wird er natürlich nicht machen, aber ja. Mach das, weil du ein gieriger Hund bist. Ja? Und Prozessbetrug gemacht hast. Wenn du das machst, ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich lösche den ganzen Kanal. Den ganzen Kanal lösche ich. Okay.
Also ja, wird eh nicht passieren. Das nächste Thema, lasst euch überraschen. Hast du schon eine Anzeige bekommen, seitdem du das hier machst? Nee, ich habe noch keine Abmahnung gemacht und keine Anzeige bekommen. Obwohl ich ihm das anbiete, weil er... Ich bin gespannt. Normalerweise ist er ja der Anzeigenhauptmeister der Hip-Hop-Szene. Er sagt ja großkotzig, dass er dagegen vorgeht. Aber ich verstehe auch nicht, wenn jemand mit ihm einen Podcast macht, warum fragt ihn keiner? Sag mal, was ist denn mit das Armband? Was ist denn dran? Habt ihr jemals mal gehört, dass jemand ihn fragt? Würdest du in einem Verfahren wegen... Er macht ja keine Interviews mehr mit Leuten, die Fragen stellen. Das ist ja auch ein guter Weg, davon zu kommen. Versicherungsbüro gegen ihn als Belastungszeuge aussagen. Wenn ich als Zeuge eingeladen werde, werde ich nur die Wahrheit sagen. Ich werde nicht lügen. Ja, das ist, also da sind wir jetzt. Das habe ich vorhin ja nicht angekündigt, vorhin habe ich das ja gesagt. Also, wenn das, ich weiß nicht, ob das LKA jetzt anfängt, da hinterher zu gehen, die Versicherung jetzt da irgendwie aktiviert ist, weil er bietet sich hier als Zeuge an. Ich sag mal so, wenn es andersrum wäre, wenn jetzt einer auf YouTube ein paar Folgen machen würde und jemanden ein Rapper oder so und Arafat belasten würde und sagen würde, das ist da so, und hört mal zu, er hat da Armreifen, das, mies Maß. Ich würde auch als Zeuge aussagen. 100% am nächsten Tag um 9 Uhr morgens kriegt er einen Anruf. Ja, hallo, hier Karl-Heinz, LKA 4, Berlin. Ich will noch mal mit Ihnen reden. So einen Anruf habe ich letztens gekriegt, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ist ein bisschen her, aber auch ein anderes Thema, nicht Bruce Nightsch, aber ja, wenn da was drin ist, was die interessiert, das kriegen die schon mit. Nur jetzt ist es ja so rum, Arafat belastet Bruce Nightsch, der Liebling der LKA, der Liebling von der Staatsanwaltschaft, zumindest der letzten Jahre. Ich weiß nicht, vielleicht fühlen die sich ja jetzt auch mal endlich, vielleicht werden die ja jetzt endlich wach und fühlen sich auch verarscht. Da war wohl echt nicht so viel dran von dem, was er erzählt hat. Ich meine, 3 Jahre haben die dafür gebraucht, die Staatsanwältin, Alter. Mein Gott, Alter. Naja, wollen wir jetzt nicht lange ausreden. Ich will nur sagen, eigentlich müsste das jetzt hier zigzag. Let's go. Ich werde nur die Wahrheit sagen. Keiner fragt ihn. Keiner wird ihn fragen. Kein Mensch wird ihn fragen danach. RTL, schreibt doch mal alle RTL an. Wie soll ich noch mal fragen, was mit dieser Versicherungsbetrug-Scheiße ist? Geht doch zu Soraya. Sie hat doch auch Instagram. Schreibt sie doch, was da war, welche Versicherung bezahlt hat, wer ins Wasser gefallen ist. Macht es doch mal. Ihr seid doch genug Leute hier. Wir sind knapp 3.300 Leute. Ihr könnt. Basti hat 3.000 immer beim Livestream. Krass, sehr stark. Also dafür, dass es so ein Newcomer-Streamer ist. Soraya ist die Mutter von Anna Maria und die Mutter auch von Sarah Connor. Also nur, dass ihr das in Zusammenhang habt, die Sarah Connor hat damit nichts zu tun. Aber also so wie ich das sehe, ne? Also, aber ich will nur sagen, nur damit ihr so ein bisschen in Zusammenhang habt, die hat auch Instagram. Schreiben, einfach machen. Komischerweise, alle bauen sich da raus so ein Bild über gewisse Leute. Früher war es so Rocker und Clan-Mitglieder immer noch. Jetzt wären es Salafisten. Und Prediger, ja, aber was ist mit euch Betrügern? Warum entlarvt die keiner? Ja, ist der Versicherungsbetrug mit dem Armband nachweisbar? Keiner weiß. Na klar ist er nachweisbar. Der ist 100% nachweisbar. Mehr als 100%. Deswegen verstehe ich das nicht. Ja, weil so wie ich das jetzt verstehe, weil es ja einen Zeugen gibt. Den Namen hat er auch schon vorhin genannt. Wenn ihr alle ganz genau hingehört habt, einmal ist der Name gedroppt worden. Oder? Ich spule mal nachher zurück. Nicht. Warum? Wo das ganze Schwarzgeld herkam vom Keller, von Clubauftritten, Konzerten, das getürkte Türkei-Geschäft, Geschäft mit Stefan, Diamantenarmband, Baby Luxury. Also das getürkte Türkei-Geschäft, auch ein wahnsinns geiler Satz, aber was ist da? Die kenne ich noch nicht. Also, soweit ich weiß, sie haben eine Geldmaschine geholt, 2 Zeugen, drei, haben gezählt 950.000 Euro. Ich hatte nicht so viel Schwarzgeld. Und dass du dann mir alles sagst, alles auspackst und sagst, alles dieses Geld hatte ich. Das Schlimme ist die Steuerfahndung, weißt du es ja auch. Jeder hat ja ausgesagt. Aber nein, die Schulden bleiben bei mir. Ich werde auch übrigens einen Podcast über das Finanzamt machen und über Steuerfahndung. Das werde ich machen. Was komisch ist, jeder sagt, wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn ich Scheiße gebaut habe, dumm gelaufen, dann stehe ich vor Gericht und werde verurteilt. Ich beschwere mich nicht. Ich weiß, ich habe es gemacht. Aber wenn ich nichts gemacht habe und ich muss mich wehren über eine Sache, die ich nicht gemacht habe, dann stehst du da und keiner glaubt dir. Weil die sagen sich, willst du uns denn erzählen? Du bist Arafat Abou-Chaker. Wer ist denn Bushido? Und das ist so diese umgekehrte Psychologie. Ja?
Wer ist er denn? Ich bin doch der Macher. Ich bin doch der die ganzen Leute geschlagen hat. Ich bin doch der aus ihnen einen Gangster-Rapper gemacht hat. Ich bin doch der aus ihnen den Unantastbaren gemacht hat. Ja, das bin ich. Hast du recht. Ich gebe es sogar zu, ja. Aber ich bin auch ehrlich. Und wenn ich nur was nicht sagen will, heißt es nicht, dass ich unehrlich bin. Ich sage es einfach nicht. Aber ich verbreite keine Lügen, okay? Ich gehe nicht irgendwo, sag 100 Stunden aus, nur um, egal auf Teufel komm raus, mir zu schaden. Egal in welcher Linie. Und ich sage dir ganz ehrlich, das Schlimmste ist, dass du wirklich wolltest, dass wir weit über 5 Jahre Knast bekommen. Jeder meiner Brüder hat Kinder. Ich habe auch Kinder. Das hat dich nicht interessiert. Du bist skrupellos. Ja, das würde ich im Nachgang auch, das ist mir vorher gar nicht so klar gewesen. Aber das muss man schon sagen. Das ist heftig. Alle drei werden im Knast ein paar Jahre für jetzt, wie wir wissen, auch wie das Gericht sagt, für nix. Weil die wurden freigesprochen alle. Crazy. Skrupellos. Du bist ein Narzisst. Du bist absolut skrupellos. Krass, dass ihn keiner bestraft für seine Lügen, ja. Ihr glaubt doch wohl nicht selber, dass ich mich hier hinsetze und sowas erzähle, wenn das alles nicht stimmt. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Die würden mir ja mehr Probleme machen als alles andere. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann muss ich mich auch nicht fürchten, oder? War dir schon ganz von Anfang... Na, ganz ehrlich, es war mir nicht klar, dass ich die Chats von Anfang an behalte. Das ist einfach... ich bin so ein Typ, ich lösche nie was. Meine ich ernst. Was sagst du der Aussage, er kann ohne dich, du aber ohne ihn? Okay, bleiben wir mal Tachlis. Das beantworte ich noch und dann ist spät. Ich will euch mal was sagen. Seit der Trennung hat er gepostet. Er ist zu Bild gegangen, er hat eine Doku gemacht. Stimmt's? Über wen? Über mich. Er hat über 100 schon ausgesagt. Wer? Er über mich. In jedem... Um genau zu sein, 84 Stunden. Irgendwie sowas, ne? 84 Stunden. Das sind so 4-mal nach Los Angeles fliegen und zurück. Interviews er gegangen, Stern TV, hat überall rumgeweint, ja. Schamlos bis wie er ist, hat alles gemacht, knapp 6 Jahre lang. Also ich habe eine Frage an euch, ganz ehrlich, kann ich ohne ihn oder ohne mich? Weil ich jetzt anfange zu reden, heißt das, ich kann nicht ohne ihn? Ich sage doch umgekehrte Psychologie. Ich sage, das ist nur umgekehrte Psychologie. Er will euch irgendwie, wie er es am besten machen kann, so, ja, guckt mal, Quatsch, weil ich jetzt Erfolg habe. Junge. Wenn wir über Erfolg reden, wir hatten seit 2004 bis 18 nur Erfolg. Das hast du vergessen. Das heißt nicht, weil man sich Erfolg aufgebaut hat, ja, ist ein bisschen wieder runtergegangen. Dann bist du genau, du musst dir vorstellen, 2008, Kanaken-Business wolltest du nicht mehr. Deswegen bist du zu RTL gegangen, weil dich interessieren die Kanaken nicht mehr. Ich kann mich erinnern, Sarah in Love, das war deine Frau's Traum, Dokus zu machen mit dir. Damals war es nur cool. Niemals mache ich sowas. Subhanallah, wie ein Bumerang in deinen Kopf. Bam. Da bist du gelandet. Er hat es ja sogar bei Harald Schmidt mal gesagt selber. Der wusste halt, dass das Ende ist, wenn man sowas macht. Dass er das niemals machen würde. Ja, jetzt hat er seine Meinung halt geändert. Ja, kann ja sein. Normal, man ändert seine Meinung so. Da gehörst du auch hin. Wie du mal gesagt hast, man würde dir, obwohl du lügst und sie... Würden die einen Lügendetektor-Test machen? Da sagtest du, du würdest ihn sogar... Ich würde sogar einen Lügendetektor-Test über... wie hat er das nochmal gesagt? Ja, bei Falk Schacht hat er das gesagt im Interview. Das wissen wir. Ich hätte den Knopf jetzt normalerweise. Gewinn. Du bist so von dir überzeugt. Das ist ja auch irgendwo wow. Aber du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich rede hier so... Das ist nichts. Maschara ist das, was ich sage. Stadt bekannt. Aber stellt euch vor, warum geht niemand gegen ihn vor? Wo ist die Staatsanwaltschaft? Wo? Ihr müsst euch vorstellen, irgendein Depp, ein Dulli, Alter, aus irgendwo in NRW, hat Anna Maria geschrieben, Arafat und die Abu Chaka haben mich beauftragt, irgendwas, ich weiß es nicht mehr, es kam im Gericht vor. Alter, die haben ein Verfahren eröffnet. Obwohl wir nichts damit zu tun haben. Obwohl der Typ sich nur... Also, ne, das ist klar, das hat gereicht, um ein Verfahren zu eröffnen. Irgendjemand sagt, irgendjemand hätte gehört, dass irgendjemand gesehen hätte, dass irgendjemand bla bla bla, ein Arafat will was ganz Schlimmes machen. Nicht spezifisch, nicht wer, nicht was, nicht, also wer schon Arafat, was, nee, aber was Schlimmes und das wird dir nicht gefallen. Ja, wisst ihr selber, das hat normalerweise anders, wie gesagt, normalerweise würde das bei gar keinem anderen Menschen würde das reichen. Davon bin ich überzeugt. Wichtig machen will. Hier sind 1000 Beweise. Er will nur nicht gegen
Weißt du, warum du nicht gegen mich vorgehst jetzt hier? Dass du sagst, ich bin Lügner. Weil du weißt, es kommt zu einer... Du musst, wenn ich die Unterlassung nicht unterschreibe, musst du mich verklagen. Und das ist der Punkt. Ich glaube, das wird am Ende ein ganz, ganz großer Wendepunkt in dieser Sache auch der Glaubwürdigkeit. Busnacht. Ich bin sehr gespannt. Denn er wird ihn nicht unter, er wird keine Unterlassungsklage schicken, weil dann geht es vor Gericht und dann ist er gefeiert. Falls Arafat hier richtig, also die Wahrheit sagt, klar und mit Hack redet und dann auch die Zeugen bringen kann. Falls nicht, ist er dann selber gefeiert. Aber das, ey, boah, Alter, das ist ja so anders krass, wenn er das macht, der Bushido, wenn er ihm eine Unterlassung schickt, dann haben wir ein neues Gerichtsverfahren vor uns. Könnte nochmal spannend werden, alles. Oder was meint ihr? Chat, schreibt mal. Schreibt es mir mal in die Kommentare hier auf YouTube. Man, mir fehlt der Chat, Alter, Chat. Egal, schreibt es in die Kommentare auf YouTube. Glaubt ihr, er wird die Eier haben, davor? Oder also, was heißt Eier? Wenn du im Recht bist, brauchst du keine Eier, dann gehst du dagegen vor. Oder glaubt ihr, er geht nicht dagegen vor, weil das, was Arafat sagt, ist die Wahrheit und er ist gefeigt. Was sagt ihr? Und dann werden Zeugen eingeladen und dann hast du eine Arschkarte. Deswegen machst du es nicht. Du machst es bei anderen Leuten. Ja? Aber wenn die anderen Leute schlau sind, sagen sie, hey, da steht in Arafats Buch, Versicherungsbetrug, googelt mal. Geht, einfach googelt. Warum wurde Bushido zur Bewährung verurteilt? Bumm, was für eine Unterlassung soll er unterschreiben? Sag mal, wirklich, denkst du, du kommst noch weiter damit durch? Ich konnte mal nicht reden, aber ich rede jetzt. Und ich werde jedem helfen. Egal, welche Unterlassung du irgendjemand schreibst, der kann sich bei mir melden. Bei Allah, ich helfe ihn. Du hast... Krasse Ansage, ja. Den Krieg gegen mich eröffnet, ich werde ihn beenden. Ich habe dir ein Angebot gemacht, kannst du dir auch... Also erstmal, dass er sagt, jedem zu helfen, Unterlassungsklage, das ist interessant. Ich hoffe auch, alle melden sich, weil er, Busnacht, so wie ich, habe das Gefühl, dass er das bei vielen macht. Zumindest bei zwei, drei weiß ich es ja. Und er sagt, du hast den Shit angefangen, ich werde es beenden. Erinnert mich an... Ja, also gut, wir sind mit dem Video fast durch, aber Alter, jede Folge bis jetzt eine Steigerung. Was sagt ihr? Aussuchen, mach ein Statement, alles wird hier gelöscht. Ich gebe dir mein Wort drauf. Absolut alles. Gut, wir kommen zum Ende. Kollege Fibo kommt auch noch, München kommt auch noch, alles kommt. Glaub mir. Nein, der Stream ist nicht immer spontan. Also wenn, werde ich das dann ankündigen, spontan. Krass, weil bei der Fibo war ich dabei, München war ich dabei. Wild, Alter. Aber ich habe mir so vorgenommen, einmal die Woche. Einmal die Woche könnt ihr euch drauf freuen. Und wie gesagt... Einmal die Woche war das bisher? Ich habe jetzt irgendwie zwei, drei hintereinander gemacht, ne? Ich sage es nochmal, wenn jemand da draußen sagt, Mann, der sitzt da alleine und kann ja viel erzählen, keiner kann ihm eine Gegenfrage stellen. Wenn jemand möchte, den ich auch nicht kenne, sich bei mir meldet, oder ihr habt einen Vorschlag, mit wem ich einen Podcast mache, der mir Fragen stellt über die Themen, die wir schon besprochen haben. Egal welche Fragen, ich bin für alles offen. Wer war eigentlich Steven? Den muss ich mal in meinen Podcast einladen. Guckt euch mal das Interview an, Kiss FM. Da kommt Steven auch vor und er benennt ihn einer seiner besten Freunde. Im Gericht tut er so. Ja, Steven K., ne? Der im Gericht war ja auch, ich war ja vor Gericht, aber er war auf jeden Fall vor Gericht Thema. Ob er ihn kaum kennt. Guckt euch an. Und ja, Leute, holt euch wirklich das Buch. Das Buch ist wirklich interessant. Weißt du, durch wen was mit der Generalvermutung plötzlich in der Presse gesickert wurde? Wie? Weißt du, durch wen? Das mit der Generalvermutung. Einer vom Stern hat irgendwo im Grundbuchamt in Rüdersdorf rumgeforscht und dann, ja, wollte die Geschichte draus machen und hat, ist er auf die Generalvermacht gestoßen. Ihr könnt aber, Christopher im Eigentor, guckst, ey, das ist noch gar nicht Christopher im Eigentor. Aber wenn ihr wollt, wir können ja auch so machen, das Thema, was euch am meisten interessiert, könnt ihr mir mal schreiben auf Klartext und auf mein Instagram und wir können ja mal so ein, ja, welches Thema euch am meisten interessieren würde. Was meinst du genau mit dem Typen aus NRW, der irgendwas vorgeschrieben hat? Irgendeiner aus NRW, irgend so ein Dulli in der Zeit, wo wir im Streit waren. Jetzt guckt euch mal das an. Der hat irgendwie Bushidos Frau geschrieben, die Abu Chakas, irgend so ein wirklich ein Dulli, der sich wichtig machen will. Sie ist natürlich gleich zur Polizei gerannt, eine neue Story draus machen. Aber es hat sich natürlich wie immer als Bullshit enttarnt. Warum hängt Bushido wieder? Das Problem ist, warum hängt Bushido mit
Mann, ganz ehrlich, er kann von mir aus mit hängen, mit wem er will. Aber er soll nicht vorher rumheulen, so. Und dann verarscht er jeden und dann, ja, ich mache so. Hier geht's wahrscheinlich um Großfamilien ab, ne? Gemäß, was ich will. Aber geschieht den Staat auch zurecht? Oshiri wird eines Tages zu dir kommen und sich entschuldigen. Er braucht nicht nie wieder in sein Leben zu mir zu kommen. Ich würde ihn nicht verzeihen. Nein, verzeihen werde ich ihn nicht. Nie in meinem Leben werde ich ihn verzeihen. Aber er kann, ich würde das Thema beenden, wenn er das macht. Hat er sich richtig gefreut, wo er dich bei auf dem Jay-Z-Konzert gesehen hat? Ich schwöre dir, er hat sich so gefreut. Obwohl wir 3 Monate, 4 Monate nichts miteinander zu tun haben. Er hat sich, oh Bruder, Capital Bra war daneben. Er war Zeuge, da waren noch andere Zeugen. Mhm. Er war daneben. What the f***? Ich stehe gerade im falschen Film. Du musst dich vor, er hat mich so, oh, da war ich vor ihm. Aber da warst du auch vor mir, ich habe dir nichts getan. Ich möchte nicht über seine Frau reden. War Anna-Maria in dich verliebt? Wisst ihr was? Nächsten Sonntag machen wir das Thema Kindesentführung. Ja. Ey, Dicker. Ey, was? Ey, Junge. Warte, ich muss mal zurück. Ja? Wisst ihr was? Nächsten Sonntag machen wir das Thema Kindesentführung. Ja. Was? Ich verstehe es nicht. Was, nächsten Sonntag machen wir das Thema was auf? Getan. Ich möchte nicht über seine Frau reden. War Anna-Maria in dich verliebt? Wisst ihr was? Nächsten Sonntag machen wir das Thema Kindesentführung. Nächsten Sonntag machen wir das Thema Kindesentführung. Jetzt habe ich es verstanden. Mir geschrieben, wenn die Steuerfahndung mich fragt, ich rede hier, ob sie es jetzt für ernst nehmen oder nicht. Ich würde nicht zur Steuerfahndung gehen. Ich würde auch nicht zur Polizei gehen und eine Aussage machen, eine schriftliche Aussage, weil ich habe gesehen, wie sie umgehen mit einer Person, obwohl die Steuerfahndung und der Herr Füllgraf den Herrn Bushido, Herrn Fashishi, Entschuldigung, erwischt hat in seinen Aussagen, es recherchiert und ihn als Lügner enttarnt hat, gibt man den Herrn Bushido. Er solle doch mal seine Aussage überdenken und vielleicht sie ändern. Und dann soll ich zu diesem Typen gehen, weil wenn der fair wäre, hätte er gesagt, weißt du was, du bist ein Lügner, tschüss. So, genau so eine Aussage steht es drin. Ich lese mal. Sag mal, geht's noch? Also alles bei Gericht kann man. Vorher braucht man sich nicht beschweren. Immer Absage, nein. Ja, die Steuerfahndung. Crazy, also wenn das stimmt, dann spielen die dem ja noch viel krasser den Ball zu, als ich dachte. Die wollte einen Arrest von mir. Ach, ist ein anderes Thema, ist ein längeres Thema, ja. Ich werde nächste Mal seine Doku, einen Abschnitt zeigen, dann wisst ihr, wer Füllgraf ist. Der ist wirklich in seiner Doku. Gut, krass. Der ist halt noch in seiner Doku. Sozusagen, es ist spät. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Füllgraf ist sogar noch in seiner Doku drin. Ne? Schussol. Oh Mann, Leute. Was soll ich dazu sagen? Also nicht zu viel versprochen auf jeden Fall mit der Folge. Wirklich einen ausgepackt. Ich habe jetzt nochmal 40 Minuten länger gebraucht, als ich dachte. Ihr müsst mal sehen, ich muss gleich los. Ich bin nämlich jetzt schon am Packen. Da ist mein Koffer, da wird gepackt, hier wird noch Blutdruck gemessen und so weiter. Und ja, ich muss nämlich in ein paar Stunden switche ich die Location. Ich ziehe weiter nach Downtown. Ich bin hier, ich weiß gar nicht, also wie Upper, Lower Manhattan bin ich, genau, Lower Manhattan. Und wir ziehen weiter nach Downtown. Auf jeden Fall, ich habe so wenig gepennt. Der Adam meinte so, ey, ist eine coole Folge. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, denke ich. Aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Es ist ja immer heftiger. Die Schlinge zieht sich zusammen. Sag ich mir so. Oh Mann, Alter. Freunde, ich bin weg. Like das Video bitte. Genau, kommentiert gerne die Themen. Wir sehen uns. Achtet drauf. Eventuell gehe ich nochmal live, solange ich in New York bin. Ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche nach L.A. fliege oder wo das hingeht. Mal schauen. Auf jeden Fall, Freunde, bleibt gesund. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Oder auf Twitch live, wenn es wieder heißt. Oh, Snide. Mach's gut.